Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich der, der euch da draußen am meisten lieb hat. Der Love Giant. Lange keine Antwort mehr auf Deutsch gemacht. Wir haben heute wieder, oder ich und meine gespaltene Persönlichkeit, wir alle zusammen haben ein besonderes Video heute wieder vorbereitet. Und zwar steht sie mal wieder an, wie so viele Jahre. Nicht jedes Jahr, aber ja. Die Europawahl. Im genauen, mit vollen Vor- und Zunahmen, die Europawahl 2024. Und da bietet sich natürlich eine Sache am besten an. Der Wahl-O-Mat nämlich. Für diejenigen, die nicht wissen, was der Wahl-O-Mat ist, was die Europawahl 2024 genau ist, ihr seid genau am richtigen Video angekommen. Denn genau damit befassen wir uns heute, dem Wahl-O-Mat werde ich natürlich auch machen, denn eigentlich habe ich schon ein paar Parteien, die ich mir so... Also politisch bin ich relativ safe, sage ich mal, was ich wählen will. Aber es ist immer gut, nochmal genau zu sehen, was die einzelnen welche Interessen von den einzelnen Parteien sich mit meinen am besten decken. Und dafür ist der Wahl-O-Mat natürlich am besten. Aber erstmal schauen wir mal. Europawahl 2024. Am 9. Juni 2024 wird ein neues europäisches Parlament gewählt im Wahl-O-Mat. Zur Europawahl 2024 sind 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen vertreten. So, zuallererst würde ich sagen, schauen wir uns mal die Fakten ab. Und zwar haben wir hier alle Fakten zur Europawahl 2024. Wer wird gewählt? Die 720 Abgeordneten des Europäischen Parlaments. In Deutschland werden 96 Europaabgeordnete gewählt. Natürlich sind alle Europa-Mitgliedstaaten mit dabei. Dementsprechend sind es 720 und Deutschland stellt eben hier 96 Europaabgeordnete. Wann wird gewählt? Vom 6. bis 9. Juni 2024 in Deutschland haben die Wahllokale am Sonntag, den 9. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Also doch nur am Sonntag. Okay. Seit wann ist... Wie oft wird gewählt? Die Wahlperiode beträgt 5 Jahre. Also alle 5 Jahre habe ich die... das Glück. Gibt ein anderes Wort dafür. Dieses so ein Video eben machen zu dürfen. Wer darf wählen? Wahlberechtigt bei Europawahlen sind alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Einschränkungen obliegen dem nationalen Wahlrecht der einzelnen Mitgliedstaaten. In Deutschland dürfen... Okay, das ist neu. Dürfen erstmals Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren wählen. Wann ist das denn durchgewunken worden? Oder ist es, dass Europawahl ab 16 ist und Bundestagswahl ab 18? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Davor lag das Mindestalter bei 18 Jahren. Auch in Österreich liegt das aktive Wahlrecht bei 16 Jahren. In Griechenland und Malta, die sind wir da ganz besonders, ist man mit 17 Jahren wahlberechtigt. In allen anderen Staaten darf ab 18 gewählt werden. Staaten? Dachte er Länder. Achso, Europastaaten, ja, okay. Wer ist wählbar? Auch das passive Wahlrecht ist in der nationalen Gesetzgebung geregelt. Wählbar sind alle Deutschen und in Deutschland lebenden Unionsbürgerinnen und Bürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das passive Wahlrecht kann durch Richterspruch aberkannt werden. Na, schauen wir mal, was ist ein Mandat? Das Wort Mandat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Auftrag oder Ermächtigung. Die Abgeordneten im Europäischen Parlament, mein Gott, erhalten also einen Auftrag, also ein Mandat von den Wählerinnen und Wählern. Sprich, wir wählen jemanden, der hat dann das Recht quasi für uns im Europäischen Parlament anzutreten. Aufzutreten. Wie viele Stimmen habe ich? Die Wählerinnen und Wähler verfügen bei der Europawahl 2024 über eine Stimme. Anders als bei der Bundestagswahl, da haben wir ja die Erst- und Zweitstimme. In der Europawahl haben wir nur eine Stimme. Mit dieser Stimme entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für die Wahl eines Landes oder Bundesliste einer Partei. Auf dieser Liste stehen in einer festen Reihenfolge Kandidaten, die für die Partei in das Europaparlament einziehen sollen. Natürlich eine Briefwahl. Ich glaube, was kann man denn noch hier? Wir werden Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt. Die Parteien und Wählergruppen wählen die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre jeweilige Landes- oder Bundesliste. Abhängig vom erreichten Stimmenanteil ziehen diese gemäß der Reihenfolge auf der Liste in das Europäische Parlament ein. Hat eine Partei durch die Wahl mehr Sitze gewonnen, als Kandidatinnen oder Kandidaten auf ihrer Liste stehen, werden diese Sitze nicht besetzt. Okay. Zeitplan, okay. Wann muss das neue
Das neu gewählte Europäische Parlament zusammentreten, 16. Juni 2024, konstituierte Sitzung des Europäischen Parlaments. Also da werden sie dann zum ersten Mal zusammenfinden quasi. Okay, das sind die Fakten. Jetzt können wir uns, bevor wir jetzt zum eigentlichen Wahl-O-Mat kommen, mal anschauen, wer überhaupt zur Wahl steht, welche Parteien, ob wir da ein paar sehen, die uns eventuell so ins Auge stoßen. Zur Wahl des Europäischen Parlaments in Deutschland am 9. Juni 2024 treten 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen an. Hier finden Sie zu jeder eine Kurzprofil. Fehlerquote schon mal nicht, null schon mal nicht bestanden. Wir können hier übrigens bei der einzelnen Partei nochmal draufklicken. Glaube ich. Genau. Und dann kriegen wir hier nochmal eine genauere Fakten eben zur Partei, falls wir denken, okay, klingt ein bisschen interessanter, will ich mal ein bisschen mehr dazu rausfinden, könnte das, wenn ihr einfach quasi auf die jeweilige Partei draufklickt. Wir haben natürlich CDU, wir haben Bündnis 90 Die Grünen, wir haben die SPD, soziale Politik für dich. Ist das jetzt die neue Abkürzung von SPD? Nicht mehr sozialpolitische, was ist zur Hölle? Sozialdemokratische Partei Deutschlands, ja. Oder eben soziale Politik für dich. Fehlt nur noch das F irgendwo. Da haben wir das F. F in der Partei für Fuck You. CSU ist noch schlimmer als die CDU, das wissen wir. Die Linke, okay, sind immer noch im Rennen, das ist schon mal gut. Wir haben die, die FDP. Ich war lange Zeit FDP-Wähler. Und mittlerweile, wenn ich mir das so anschaue, dass eine Partei, die eigentlich so gut wie alles blockiert, sage ich mal, unter anderem durch den großartigen Verkehrsminister, den wir auch von der FDP haben. Plus noch Lindner, der versucht irgendwie die Bauern gegen die Grünen aufzuspielen, wobei die Grünen das meiste für die Bauern gemacht haben, das man sich eigentlich vorstellen kann. Ist eine lange Geschichte, FDP ist absoluter Rotz mittlerweile. Die Sache ist ja, dass viele Neuwähler tatsächlich die FDP gewählt haben. Ja, wegen dem Sinn von wegen hier, ja okay, ne? Macht Sinn, Umwelt und so weiter, vielleicht gibt uns die FDP genau das, was wir wollen und ja, voll nach hinten losgegangen damit. Dann haben wir die Partei, meine Partei, großartig, ich liebe die Jungs. Kann man nur in meinem Wahlkreis in Baden-Württemberg nicht wirklich wählen, finde ich, aber Partei hat immer einen Platz in meinem Herzen frei auf jeden Fall. Ich habe sie die letzten 3-4 Mal auf jeden Fall gewählt, inklusive Europawahl. Dann haben wir die Freien Wähler, wir haben die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz oder auch die Tierschutzpartei. Okay, haben sie mittlerweile ein bisschen weiter geöffnet. ÖDP sind extrem viele Wahlplakate in meinem Umfeld. Schau ich mal an. Ich fand es gut, eines ihrer Plakate ist eine Alternative ohne Rechts. Oder ohne Rechtspolitik oder sowas, fand ich gut. Wir haben die Familienpartei, wir haben Volt. Darf ich mal was anschauen, weil zu dem habe ich auch schon ein bisschen was gehört. Wir haben natürlich die Piraten, die habe ich lange Zeit gewählt. Mittlerweile nicht mehr. Mera 25 ist neu. Mera 25 wurde 2020 als Teil der paneuropäischen DiEM 25 gegründet. Sie fordert einen radikalen Wandel zu einer stärker direkt demokratischen, solidarischen und nachhaltigeren EU. Also sprich, dass man zu allem quasi noch mitwählt. So verstehe ich das zumindest. Also mehr Abstimmung letzten Endes, auch über Sachen. Ich meine, wenn jetzt, wie jetzt Stuttgart 21, da gab es ja auch irgendwie so, dass alle Menschen in Deutschland wählen sollten für Stuttgart oder für oder gegen Stuttgart 21. Mir persönlich ist es relativ Latex, weil es ist in Stuttgart. Okay, ich meine, Ökonomie und so weiter, aber generell war es mir nicht relativ Latex. Aber ich denke mal, so verstehe ich das zumindest. Heimat, aka die NPD, die haben ja mittlerweile kein. Ich dachte, die wurden verboten. Die 1964 als NPD gegründete Heimat ist eine rechtsextremistische Partei, deren Konzept laut Bundesverfassungsgericht auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet ist. Ja, ich dachte, die wurden verboten. Weil die haben sich irgendwie aufgelöst und dieselben Leute haben sich wieder zusammengefunden und haben einfach eine neue Partei gegründet. Ich weiß, dass die mittlerweile keine Spenden oder so oder nicht mehr finanziert werden. Okay. Das ist die Sache. Wir haben hier die Tierschutzpartei, ja. Und dann haben wir hier Tierschutz hier. Das ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen radikaler. Aber warum tut man sich nicht zusammen? Es gibt vielleicht ein paar Themen, in denen man sich nicht eins ist. Aber ich meine, so splittet man ja die Wähler auf zwei verschiedene radikale, mehr oder weniger Parteien auf. Macht ja keinen Sinn eigentlich dann. Dann haben wir die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung.
wurde 2015 gegründet. Ein einziges politisches Thema haben wir auch bei der Piratenpartei gehört. Und das war eben generell halt, dass man ja generell eigentlich nur digitale Politik mehr oder weniger. Ist die Bekämpfung von Alterskrankheiten durch Förderung der schulmedizinischen Forschung. Okay, gar nicht so schlecht. Kenne ich, glaube ich, sogar. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Big. Die Big entstanden 2010. Sie setzt sich unter anderem für das Wahlrecht für alle Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die rechtliche Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften an. Da ich Religion für absoluten Schwachsinn halte, nicht wirklich interessant für mich, Bündnis C, Christen für Deutschen, Christen halt's nicht voll. Seit 2015 gibt's sich. Aus der Fusion christlicher Parteien. Fuck 'em. PDH setzt sich gegen den Einfluss von die Humanisten. Setzt sich gegen den Einfluss von Ideologien sowie die Verbindung von Staat und Religion. Soll getrennt werden. Großartig. Sie will ihre Politik kontinuierlich an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anpassen. Finde ich gut. Also, was ich bisher so gehört habe von den Humanisten, ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben die menschliche Welt. Schauen wir mal. Die menschliche Welt wurde 2013 gegründet. Ihre Themen sind unter anderem eine dezentrale Gemeinwohlwirtschaft und spirituelle Lebensführung, Friedenspolitik und eine ökologische Landwirtschaft. Ich meine, okay, Friedenspolitik, ökologische Landwirtschaft, okay, gut. Spirituelle Lebensführung, da hört es dann wiederum auf. Wir haben die DKP. Das ist geil. Das ist auch wieder so wie mit der Tierschutzpartei. Deutsche Kommunistische Partei. Und direkt daneben haben wir die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Also zweimal DDR-Partei quasi. Okay. Ich möchte wissen, was da nicht der gemeinsame Konsens ist. Aber die Kollegen gibt es seit 1968. Eine gegründete, Marxistisch-Leninistische ausgerichtete Partei. Direkt daneben haben wir die Partei, die genau das im Namen hat. 1982 allerdings gibt es die MLPD, also noch ein bisschen jünger. Die SGP, habe ich auch schon mal gehört. Marxistische SGP. Okay, wir haben drei DDR-Parteien. Jesus Christ. Die ABG, die liest ja keiner. Liest keiner, weil ist auch noch falsch geschrieben. Normalerweise ist es AGB. Wurde 2020 gegründet, sie fordert dann daran den Austritt. Den Austritt aus der EU, erkennt den Menschenverursachten. Erkennt den menschenverursachten Klimawandel nicht an und will alternative Heilmethoden fördern. Hier haben wir die Partei, die aus der Vereinigung der Querdenker zusammengekommen ist. Und mittlerweile ist Corona nicht mehr so das Hauptthema oder es zieht nicht mehr so viele Massen. Deswegen geht man jetzt komplett Verschwörungstheorie. Alles klar. Die Basis. Wurde 2020 gegen... da haben wir auch nochmal eine. Wurde 2020 im Umfeld der Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gegründet. Jetzt bin ich mal gespannt, auf was die Kollegen sich jetzt versteift haben. Sie fordert unter anderem eine unabhängige Aufarbeitung der Pandemie. Die Kollegen sind nachtragend. Auf jeden Fall. ABG. Holy fucking shit. Aktion Bürger für Gerechtigkeit. Jesus fucking Christ. Dann würde ich... Okay, für Bürger für Gerechtigkeit plus Austritt aus der EU. Irgendwie stimmt da was nicht. Bündnis Deutschland ist ja noch schlimmer als die NPD. Das seit 2022 bestehende Bündnis Deutschland gilt als rechtskonservativ und wirtschaftsliberal. Es setzt unter anderem auf individuelle Leistung, Eigenverantwortung und die Stärkung des ländlichen Raums. Okay, also rechts. Gehe ich mal stark davon aus. Bündnis Sarah Wagenknecht, fuck it. Die 2024 gegründete DAWA will ein positiveres Bild des Islam fördern. Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Oh. Hervorgehobene Kandidaten der Partei sind ehemalige Funktionäre verbotener oder vom Verfassungsschutz beobachteter Organisationen. Warum sind die dann erlaubt? Dem würde ich eventuell mal das Wahlrecht entziehen. Übrigens, die Idee von Bündnis Sarah Wagenknecht war ja, unter anderem in Thüringen, dass man der AfD die Wähler faktisch wegholt. Was allerdings dann im Umkehrschluss passiert ist, ist, dass die Linke jetzt noch weniger Stimmen hat, weil die Leute, die die Linkswähler waren, jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht wählen. Also ging ein bisschen am fucking Ziel vorbei. Klimaliste
Okay, das ist ein, klar, also Grüne nur noch ein bisschen krasser. Parlament aufmischen. Letzte Generation, die haben ja jetzt gesagt, wir kleben uns nicht mehr an oder besprühen das Brandenburger Tor, sondern wollen jetzt tatsächlich mitmischen oder aufmischen. Die letzte Generation entstand 2024 aus der gleichnamigen Gruppe von Klimaaktivisten. Sie spricht sich unter anderem für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030 und Abgaben auf hohe Vermögen aus. Finde ich gut. Und letzte Generation, man kann sagen, was man will. Ja, ich bin jemand, der offen ist. Und ich sage, natürlich, einige Aktionen waren definitiv einfach unnötig und bescheuert, aber generell, wenn die Leute nicht hören wollen, dann muss man das den Leuten halt mal vorführen. Ja? Und in dem Kontext finde ich nicht alles, was sie gemacht haben, schlimm. Und viele Leute sagen, okay, er gründet doch eine Partei, was größtenteils nichts bringt, aber sie haben es zumindest gemacht. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben die PDV. Die seit 2009 bestehende PDV will die Abschaffung eines Minimalstaats, der von seinen Aufgaben zurücktritt, wenn eine Organisation diese erfüllen können. Sie bezeichnet die EU als überflüssig. So auch diese Partei. PDF. Ich frage mich, in welcher Dateiendung ihr Parteiprogramm endet. 2020 gegründet. Findet ihre eigenen Positionen in einem basisdemokratischen Prozess. Sie bekennt sich zur europäischen Einigung und fordert unter anderem eine konsequente Energiewende. Okay. Und V-Partei hoch 3. Vegan verändert viel. Dann war keine V mehr übrig mehr. Die V-Partei hoch 3 wurde 2016 gegründet. Sie setzt sich für eine bio-vegane Landwirtschaft ein, die Beendigung von Waffenexporten und nachhaltige Entwicklungsprojekte und sind weitere Programmpunkte. Okay. Zuerst denkt man sich so, ja okay, fucking vegan halt, aber sind ein paar Punkte dabei, die auf jeden Fall gar nicht so schlecht sind. Und verdammt viele Abgänger, logischerweise jetzt von Corona-Parteien. Die einzigen, die noch übrig geblieben sind, sind ABG, die sich ein bisschen ausgeweitet haben. Basis. Da war es richtig, richtig merkwürdig, ganz ehrlich. Ich meine, es klang gar nicht so schlecht. Positiveres Bild, das Islam ist okay. Aber dass dann, wenn man hier eben dann liest, dass die Kandidaten der Partei, ehemalige Funktionäre verbotener oder vom Verfassungsschutz beobachteter Organisationen sind, da ist es dann wieder so von wegen so, die falschen Leute eventuell reingestellt. Okay, so viel dazu. Ah genau, die Kollegen Naturschutzpartei ist die ÖDP. Okay. Hier haben wir nochmal Volt. 2017 als Reaktion auf den Brexit sowie zunehmender Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien. Ah, okay, also dagegen. Ah, okay. Volt strebt eine Reform der Europäischen Union durch eine Stärkung der europäischen Institutionen an. Nach eigenen Angaben in 31 Ländern aktiv, okay. Okay. Alle europäischen Volt-Parteien verfolgen mit ihren 5+1 Herausforderungen grundlegend einheitliche Ziele, wobei deren konkrete Ausgestaltung den nationalen Parteien überlassen ist. Die Ziele umfassen die Förderung von Bildung und Digitalisierung, wirtschaftliche Erneuerung, soziale Gleichberechtigung, globale Verantwortung und Bürgerbeteiligung. Klingt gut. Das übergeordnete Ziel, das in allen Mitgliedstaaten identisch ist, stellt die Reform der Europäischen Union dar. Finde ich eigentlich ganz gut. Ist aber auch wieder es hat angefangen anscheinend eben als Volt Europa gegen rechtspopulistische Parteien in Europa, was auf jeden Fall gut ist. Aber ich meine, da gibt es ja noch andere Parteien, die genau das auch machen. Quasi. Also europafreundlich sind in dem Kontext. Hier haben wir den Wahlomat. Europawahl 2024, falls ihr euch nicht sicher sein solltet, was ihr wählen möchtet. Gibt es eigentlich nochmal eine genaue Info zum Wahlomat? Ich glaube hier, wahrscheinlich. Genau, seit 2002 gibt es den Wahlomat der BPB. Er hat sich zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen etabliert. Insgesamt wurde er im Vorfeld von Wahlen über 115 Millionen Mal genutzt. Hier erfahren Sie, wie ein Wahlomat entsteht und was seine Ziele sind. Im Archiv können Sie außerdem jeden Wahlomat der vergangenen Jahre noch einmal nachspielen. Okay, Kurzform. Ich will auf jeden Fall mal anfangen und mal schauen, wo ich jetzt letzten Endes stehe.
Haben wir auch alle 35 Parteien, die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe, vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Heißt, wir bekommen jetzt wie viele Thesen? Lass mal sehen, auf jeden Fall irgendwie so 30 Thesen zur aktuellen Lage. Jede Partei, die zur Wahl steht, hat diese Thesen beantwortet und anhand, wenn wir jetzt sagen, ich stimme zu, ich bin neutral oder ich stimme nicht zu, wird dann quasi ausgewertet, welche Partei sich mit unseren Antworten am meisten deckt, welche Partei quasi zu uns am besten passt. Wir müssen die natürlich nicht wählen, aber es ist halt so eine kleine Orientierungshilfe. Let's go. Ich finde auch das neue Design sehr gut übrigens, so im schwarzen Look kriegt man nicht direkt so Augenprobleme. So, also 38 Fragen, let's go. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Hier können wir jetzt bei jeder Frage zustimmen, wir können neutral stimmen oder nicht zustimmen. Okay, also generell erstmal, Steuern sind generell schlecht. Wobei es hier größtenteils geht, ist, dass sobald die EU eine Steuer durchbringt, gilt die für jeden einzelnen EU-Staat. Gehe ich mal stark davon aus. Das heißt, ich gehe davon aus, dass eben größtenteils so CO2-Steuer und sowas dann natürlich in den Raum fällt, aber natürlich auch alles andere. Und generell so eine gesamte CO2-Steuer für alle EU-Mitgliedstaaten, dass man alle an einem Strang zieht und keiner muss mehr oder weniger machen oder so. Mehr natürlich immer bevorzugt, aber ist eigentlich eine gute Idee. Also ich sehe jetzt nichts, was dagegen spricht. Aktuell. Wir haben auch dann natürlich die Regulierung durch die EU gehabt, dass man, das ist jetzt keine Steuer, aber dass man eben in Lokalen nicht rauchen darf, beispielsweise, was ja eben auch von der EU kommt. Ich sag mal ja. Also generell, Steuern sind schlecht, aber ich sehe jetzt hier nichts, was dagegen spricht. Und wie gesagt, ich gehe größtenteils davon aus, dass es halt so klimaneutrale Steuern dann wahrscheinlich werden. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Das ist das, was die FDP, weil liberal und natürlich sagt, ja, aber es ist Schwachsinn, wenn man bedenkt, dass wir das Klimaziel nicht erreichen, also stimme ich nicht zu. Fuck's sake. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Seenotrettung im Mittelmeer? Ist das EU-Einzugsgebiet überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Ist das so ein großes Problem? Also normal, also ich bin politisch jetzt nicht aktiv, aber eben interessiert. Die Sache ist allerdings, ich dachte eigentlich, ich bin extrem gut informiert, aber Seenotrettung ist mir jetzt persönlich ehrlich gesagt neu. Und was genau bedeutet halt Seenotrettung? Ist es dann wirklich, dass man Leute, die schiffbrüchig sind, dann, also dafür? Boah. Ich bin mal neutral, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so ein wirklich gewichtiger Punkt ist oder nicht. Die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Ja, Problem ist ja, ne, Ukraine ist im Krieg und die EU wäre damit auch im Krieg und so, aber generell, ich habe mehrere Leute jetzt auch in meinem Arbeitsumfeld, die aus der Ukraine kommen und besser Deutsch sprechen als die meisten Deutschen, die sich unglaublich gut integrieren, die gar nicht frei haben wollen, sondern lieber arbeiten wollen. Ja. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie hier, keine Ahnung, so einem Beruf, den jeder machen könnte. Ich rede hier von Rezeption, ich rede von Service, sowas, ja. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Nicht nur ausschließlich, aber vorrangig definitiv. Denn wenn man sofort den Killswitch quasi betätigt und nur noch auf eine Sache zielt und keine Möglichkeit zur Ausweichung hat, ist es schlecht. Deswegen finde ich es auch schlecht, dass man jedes einzelne EKW abschaltet. Finde ich schlecht. Lasst noch so 3-4 laufen. Ja. Damit man eben immer noch auf irgendwas zurückgreifen kann. Aber vorrangig ja. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale... What? In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Jede Partei, die europafeindlich ist und die AfD, gehört ja damit dazu, und Heimat und der vierte Weg ist übrigens gar nicht, steht gar nicht zur Wahl. Das ist interessant, aber und die, zwei Sachen. Ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben weder den vierten Weg, der gewählt, die sich haben aufstellen lassen, die noch kranker sind als Heimat und AfD,
weder die noch die Urbane, die wir jetzt in der Landtagswahl, glaube ich, vor ein paar Jahren gesehen haben. Also die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, immer noch cringe, steht ebenfalls nicht zur Wahl. Ich frage mich, warum. Aber ja, das ist natürlich absoluter Schwachsinn, also nein. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich, auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Also ich persönlich bin wahrscheinlich die toleranteste Person, die man kennt. Deswegen finde ich es auch gut, dass es mittlerweile erleichtert wurde. Also vorher, wenn man seinen Namen ändern wollte, wenn man sich zum Beispiel jetzt als Frau oder als Mann, was auch immer sieht, musste man ja vorher irgendwie so einen psychischen Test machen oder so. Das ist mittlerweile erleichtert, was ich gut finde. Ich bin aber immer noch so wirklich tatsächlich so alt eingesessen, dass ich sage, männlich oder weiblich. Wenn man sich nicht sicher ist, was man ist, dann, also ich persönlich sehe es so, dann ist es meistens eine Phase und irgendwann ist man sich einig. Ich meine, ich kann mich als Frau anziehen und trotzdem sagen, ich bin ein Mann. Dann steht aber auch in meinem Pass halt Mann drin, weil ich mich als Mann identifiziere, aber halt lieber Frauenkleider trage, beispielsweise. Aber es gibt ja auch schon eine Stellenausschreibung, männlich, weiblich, divers. Also, ja, okay. Ich sag mal ja, aber dann würde ich es bei männlich, weiblich und divers lassen. Wenn man noch die ganzen anderen Dinge, die wahrscheinlich größtenteils einfach nur sexuelle Orientierungsrichtungen sind, mit einberechnet, dann wird es ein bisschen zu schwer, einzelne Leute eben auch zuzuordnen, glaube ich. Die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Das war mir auch neu, dass das in dem Fall letzten Endes thematisch wichtig ist. In denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Ich meine, sure, klar. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Mir gefällt das Wort verpflichtend nicht. Also, wobei das genau das ist, was ich eigentlich wollte, weil wenn neu gebaut wird, wisst ihr was, wir sind mittlerweile so scheiße tief drinnen in diesem 1,5 Grad Loch, dass ich hier definitiv zustimme. Ich meine, generell, es sind neue Wohngebäude, die hochgezogen werden. Warum soll man nicht direkt das auch mit vorausschauender ökologischer Verantwortung auch direkt mitbauen? Deswegen, ja. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Oh. Aber das sind ja dann Entscheidungen, die gesamte EU betrifft. Ich möchte mal wissen, was für Dinge dann gelten würden heutzutage. Da bräuchte ich mal so einen Konsens. Ich meine, es ist immer schwierig, in der EU was durchzubekommen, weil eben jedes einzelne Land dafür stimmen muss. Deswegen ist es halt, wie gesagt, so schwer, da eben was durchzubringen. Aber so Sachen wie kein Rauchen mehr in öffentlichen Gaststätten zum Beispiel, macht halt einfach Sinn, deswegen wurde einstimmig dafür gewählt. Man würde mehr Sachen durchbringen, aber halt auch gleich im Konterzug ziemlich viele Sachen, die dann ziemlich vielen anderen EU-Staaten kaputt machen können. Ich bin weiterhin für einstimmig. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Stimme ich nicht zu, weil das nicht dem 1,5-Klimaziel irgendwie entspricht. Weil es ist scheißegal, wo der Flug hingeht. Es ist immer noch immer noch scheiße für die Umwelt. Von daher, nein. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Ich stimme hier mal für neutral, weil ich in dem Fall hier wirklich nicht weiß, was die letzten Endes für Befugnisse genau haben. Wäre nochmal interessant, da nochmal genauere Informationen teilweise zu bekommen zu den Thesen, gerade für sowas. Da ich nicht weiß, wie viel Einzugsgebiet oder Befugnisse letzten Endes, also Einzugsgebiet ist die EU, aber wie viel Befugnisse sie letzten Endes haben, gehe ich mal auf neutral. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Stimme ich nicht zu.
Einfach aus dem guten Grund, dass ich bei öffentlich-rechtlicher Rundfunk geht mir immer noch dieser Betrag, den man irgendwie an ARD, ZDF zahlen muss, natürlich komplett zuwider, was ja vorher durch GEZ irgendwie finanziert wurde, was ja auch absolut Schwachsinn war. Und ich persönlich konsumiere nichts, was ARD, ZDF ist, sondern größtenteils, Grüße gehen raus an Meinungsmacher, an Stay, den ich mir größtenteils für News eben anschaue und von daher, vor allem, ja, es ist, wenn man Rechte dann irgendwie auch am höheren Zughebel eben letzten Endes hat und die das dann eben für sich ausnutzen, plus dann eben auch noch europaweit, die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden, stimme nicht zu. Hallo? Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Ja, denn ich persönlich halte diese Geschlechterquote für absoluten Scheiß. Man sollte, und eigentlich steht das ja auch im Grundgesetz, man sollte nicht aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, bevormundet werden, sondern nach den Leistungen. Das heißt, wenn jemand, das ist genau das Problem, wenn man eine bestimmte Geschlechterquote eben vorweisen muss, die dann eben letzten Endes zur Wahl anstehen, dann sagt man zum Beispiel, okay, der Typ hier, der hat nur, grob gesagt, der hat nur Einsen auf seinem Zeugnis, keine Ahnung, und diese Frau hier hat nur Dreien. Aber da wir eine Frau hier in diesem Gebiet auf die Liste machen müssen, weil wir schon genügend Männer haben, müssen wir sie reinnehmen, obwohl sie weniger qualifiziert ist als der eben die bessere Leistung vorbringen kann. Deswegen, sollten sie weiterhin frei entscheiden können, klar. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen, sodass jedes Land quasi eine gemeinsame soziale Grundsicherung hat. Ja gut, bei uns ist es ja das Bürgergeld, das natürlich durch die FDP unter anderem extrem nach unten gedrückt wird. Und auch durch die CDU, wohlgemerkt. Weil sie genau wissen, im Schnitt, die Leute, die nicht zur Wahl gehen, sind die Leute, die obdachlos sind, grob gesagt, das ist Fakt. Und das sind auch die Leute, die die CDU nicht wählen, von daher können sie genau auf die Leute dann eben gehen. Okay, das sind Vorgaben. Das sind keine Richtlinien, das sind Vorgaben. Man muss sie ja nicht befolgen und kann sie noch anpassen. Von daher, ja, warum nicht? Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformationen auf ihren Plattformen umgehen. Elon Musk. Nee. Also, Verbreitung von Desinformationen, vor allem in Verbindung mit KI oder AI, ist mittlerweile so problematisch, dass man eben teilweise nicht mehr Informationen von Desinformationen unterscheiden kann. Und ich persönlich finde, es liegt daran, dass man alles dafür tut, um zu versuchen, Desinformationen im Keim zu ersticken, einfach damit man genau weiß, das ist Schwachsinn und das ist richtig. Deswegen stimme ich nicht zu, sondern also soweit ich die Piratenpartei unterstützt habe und soweit, und ich bin voll für Anonymität und alles im Netz. Hier allerdings sollte es wirklich Regelungen geben, finde ich. Da sollte man einschreiben dürfen und sagen, hey, nein, so nicht. Siehe Elon Musk. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. EU allgemein. Ich glaube, da bleibe ich mal neutral. Ja, da habe ich nicht so wirklich jetzt. Da kann ich nicht wirklich sagen ja oder auf jeden Fall nein. Das ist so ein bisschen, das ist für mich so eine Grauzone. Das ist ein bisschen. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Also wenn ein EU-Staat wiederholt gegen bestimmte Regeln, die in der EU eben gelten,
dagegen rudert quasi, sollen die weniger Fördermittel oder sollen weiterhin Fördermittel zurückgehalten werden. Man hält sich nicht an die Regeln, also bekommt man weniger Sachen, macht Sinn. Ja. Ah ja, die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. Wenn man bedenkt, dass Trump eventuell dieses Jahr gewählt werden könnte und die NATO dann irgendwie zerbricht, im schlimmsten Falle, muss irgendeiner die Ukraine unterstützen. Ich meine, wir haben dann so voll verstrahlte Leute wie Bündnis Sarah Wagenknecht, die dann sagen, oh, keine Waffenlieferung an die Ukraine. Und dann auch noch vor allem der Papst, der dann auch noch sagt, ja, die Ukraine soll sich ergeben. Ich meine, um ein State zu zitieren, das wäre nicht das erste Mal, dass die Kirche dann eben versucht, Opfer von Gewaltdelikten irgendwie zum Schweigen zu bringen. Das ist nichts Neues. Ist allerdings unter aller Sau. Und man kann nicht praktisch dann einfach sagen, zu Putin beispielsweise gehen und sagen, ey, hör doch mal auf damit. Das geht halt fucking noch mal nicht. Stimme zu. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Da habe ich eben auch wieder ist das ein Problem aktuell? Ist das ein Problem, dass zu viel Fischfang betrieben wird? Also ich bin Fischfan, definitiv. Und ich sag mal, je mehr Fisch eben angeboten wird, vielleicht, desto geringer ist der Konsum an Fleisch. Kommt drauf an. Ich setze mich hier mal auf neutral, weil hier habe ich wieder auch keinen Anhaltspunkt, wie viel ist es momentan, ist es wirklich ein großes Problem. Sagen wir mal auf neutral. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Hier bin ich tatsächlich der Meinung, dass wenn wir in Deutschland anfangen, Elektroautos eben zu bauen selbst und uns nicht auf Importe verlassen, denn wir sind ja im Export, was Autos angeht, extrem gut. Und wenn wir das dann auch aufbauen auf Elektroautos, gut, da ist auch wieder die Sache, das ist natürlich, wenn man bedenkt, wie die gebaut werden, dann ist es nicht ökologisch und so weiter. Aber auf lange Sicht, denke ich mal, sind Elektroautos doch schon besser. Und das ist das, was die Leute momentan eben auch wollen. Und von daher bin ich der Meinung, dass wenn wir das in Deutschland bauen, das besser ist. Wie gesagt, unser Import oder stärkster Import waren ja unter anderem Autos. Deswegen sollte man da auf jeden Fall direkt reagieren und dann dementsprechend in Deutschland auch produzieren. Deswegen sollen erhöht werden, ja. Damit wir eben selber produzieren. Ah ja, das dachte ich mir schon. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Da gibt es das, also ich stimme zu, da gibt es allerdings ein Problem und zwar, ich habe das auch schon mit einem Kollegen eben besprochen, bei ihm war es tatsächlich so, dass er vor kurzem erst rausgefunden hat, dass seine Eltern, als er zur Welt kam, kurz bevor er zur Welt kam, irgendwie auseinander waren und dann wieder zusammengekommen sind. Und seine Mutter hatte in Erwägung gezogen, ihn abzutreiben. Und deswegen ist er so ein bisschen dagegen. Aber es ist halt trotzdem die Sache. Es ist nicht mein Körper, es ist nicht dein Körper, es ist der Körper der Frau. Und deswegen sollte sie auch entscheiden, was sie mit ihrem Körper anstellt letzten Endes. Deswegen stimme ich zu. Und wir haben ja auch das gesehen, was es in den USA gemacht hat. In den Staaten, in denen es illegal ist, müssen schwangere Frauen mehrere Stunden im Auto sitzen und irgendwo in einen Staat fahren, in dem es nach wie vor erlaubt ist, um da abtreiben zu dürfen. Und dann gibt es ja noch die ganzen hier in Deutschland. Ich dachte, ich wusste, dass es in den USA der Fall ist. Aber hier in Deutschland gibt es ja auch die Leute, die auf dem Weg zu dieser... Ich meine, die Sache ist ja, wenn man abtreiben möchte, dann muss man ja auch zu diesem psychologischen Gespräch irgendwie gehen. Und da gab es ja eben Leute, die diese Leute angepöbelt haben und mit christlichen Parolen irgendwie um sich hergeschwenken haben und anscheinend keine Arbeit haben, außer eben Leute oder Frauen psychisch so in Druck zu setzen, dass sie nicht abtreiben quasi. Also manche Leute haben kein Hobby und das wird ja auch mittlerweile strafrechtlich, glaube ich, hoffentlich verfolgt, sowas. Deswegen stimme ich logischerweise zu, weil wir leben im Jahr 2024, for fuck's sake. Es sollen dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Man sagt ja zwar immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben jetzt das Problem, dass wir Cannabis entkriminalisiert haben, was gut ist. Ich selber konsumiere es nicht, aber ich finde es gut, dass es legal ist, weil Alkohol ist legal, Zigaretten sind legal. Warum man deswegen nach wie vor einen Riegel vor Cannabis, was außerdem noch natürlich hergestellt wird und nicht chemisch,
Ist mir ein Rätsel gewesen, aber ich finde es gut, dass es auf jeden Fall legalisiert wurde. Die Sache ist allerdings, auf einmal wieder dauerhaft. Ich meine, ich denke jetzt nicht nur an Cannabis, was ja immer noch illegal ist in einigen EU-Mitgliedstaaten, sondern eben auch an so Sachen wie, das kam mir jetzt gerade in den Kopf irgendwie, diese Nazis, die irgendwie nach Tschechien gehen, da in ihre Nazi-Kneipen gehen und da mit irgendwelchen Waffen umherballern und dann eventuell noch Waffen reinbringen in nach Deutschland oder eben auch in andere EU-Staaten letzten Endes. Da ist auch wieder so die Sache. Ich versuche jetzt gerade irgendeinen Punkt zu finden, der dagegen spricht, aber eigentlich sehe ich keinen. Seht ihr irgendwas, was dagegen spricht? Ich meine, die einzigen, die da wirklich was dann zu... Die dann Probleme letzten Endes haben, abgesehen von Privatsphäre und so weiter, aber sind halt wirklich dann die Leute, die irgendwas zu verbergen haben. Ich stimme mal zu. Weil es steht ja auch wieder, das heißt, das gab es jetzt vorher nicht. Oder aktuell nicht. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Das heißt, es reicht nicht nur, dass die einzelnen, dass einstimmig dafür gewählt wird, sondern oh, okay, also es liegt dann nicht mehr an den einzelnen Personen, sag ich mal, sondern es liegt dann an den Leuten in den jeweiligen Ländern. Das finde ich eigentlich gut. Also ich sehe da eigentlich kein Problem damit. Wenn in jedem einzelnen EU mit, also wenn man in die EU möchte und jedes einzelne, zum Beispiel Finnland, und dann wird eben in jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat letzten Endes eine Abstimmung dann eben gehalten, ob es mit aufgenommen werden soll. Demokratie, ja, klar. Klingt gut. Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Puh. Gentechnisch veränderte Pflanzensorten. Also normalerweise habe ich immer sofort, so versuche ich das zumindest immer zu argumentieren, das habt ihr in den letzten Thesen auch schon gemerkt, immer direkt positiv, negativ so abzuwiegen. Und wenn mir bei positiv oder negativ nichts einfällt, dann ist es meistens neutral. Weil hier kann ich dann letzten Endes auch nicht wirklich sagen, ja oder nein. Also von weiteren, das heißt, wir haben nach wie vor, okay, ich denke gerade immer noch zu zentralisiert auf Deutschland. Ich vergesse die ganze Zeit, dass es eine EU Wahl ist. Das sollte ich mal mit einberechnen für die nächsten Thesen auf jeden Fall. Ich mach mal neutral. Ist schwer. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Wenn ein aus Einwanderer. Ja. Migrant. Speziell eine einen Gewaltakt gegen eine Frau ausgelöst hat, soll es europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Oh, als Asylgrund. Okay, ich war jetzt direkt dafür, also ich war jetzt direkt in diesem Gedankengang, man soll ihn direkt abschieben quasi. Also so wie ich das gerade lese, ist es absoluter Schwachsinn. Ey, Moment. Das ist absoluter Schwachsinn jetzt. What the f... Okay. Also, ich lese es so, dass egal, wenn ein Gewaltakt gegen eine Frau vorliegt, wird es automatisch als Asylgrund anerkannt werden, selbst wenn ich derjenige bin, der es verübt hat. So lese ich das gerade. Und das macht auf jeden Fall gar keinen Sinn. Ich sehe das so, ja, wie ich es gerade geschildert habe. Nein, das ist Schwachsinn. Es ist ein Gewaltakt gegen eine Frau und kein Asylgrund.
Urheberrechtlich geschützte Werke. Oh, guck mal hier. Zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur. Ah, okay, AI. Musik, Literatur sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Ja. Ja. Ja, definitiv. Bin ich dafür? Wenn ich daraus keinen kommerziellen oder kein Geld erwirtschafte, sollte ich die Möglichkeit haben, dass das auch klauen? Ihr wisst, was ich meine. Sollte ich es auch verwenden dürfen. Dankeschön. Deswegen habt ihr übrigens im Hintergrund auch gerade hier 8-Bit-SNES-Musik und so weiter, weil wir eben genau hier das Problem haben, dass ich es nicht machen darf, weil sonst Copyright-Probleme gibt. Finde ich aber gut, das finde ich super. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden? Nein, da gibt es gar nichts, was dagegen spricht. Oder dafür? Ja. Das Erasmus-Plus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Hier stelle ich mich mal als neutral, weil ich absolut keine Ahnung habe, was es sein soll. Aber ich gehe mal davon aus, es gibt ein bestimmte finanzielle Mittel, die man über dieses Erasmus-Plus-Stipendium hat, wenn man im Ausland studiert. Unter anderem. Und ich habe keine Ahnung, wie viel man dafür bekommt und so weiter, deswegen gehe ich mal hier auf neutral. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Hier haben wir das Problem. Ich persönlich denke, man soll nach wie vor ein paar AKWs definitiv noch in Betrieb halten. Die Sache hier allerdings, dass es so bescheuert. Wir versuchen, das Klimaziel oder beziehungsweise die Erde nochmal zu retten, ja? Und dann kam irgendeiner auf die großartige Idee, dass man ja sagen kann, ah ja, guck mal, Atomkraft ist nachhaltige Energiequelle. Das macht's nicht besser. Dadurch ist Atomkraft nicht automatisch gut, nur weil man es als solches einstuft. Deswegen stimme ich nicht zu. Nein, es ist keine... Obwohl, ja gut, nachhaltig eventuell. Aber es ist halt einfach... Es passt halt nicht in dieses Bild rein. Oder ich bin der Meinung, damit werden einfach eben Zahlen nochmal... Oder versucht, Zahlen zu verschlimmbessern oder zu verschönern. Aber es ändert nichts daran, dass es nach wie vor fucking AKWs sind. Deswegen nein. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Wir haben das Problem, dass wir in der Pflege extrem große Probleme haben. Und ich weiß das durch News, die ich unter anderem von Stay eben gehört habe. Wir arbeiten eng zusammen mit, lass mich nicht lügen, Thailand, weil es da eben unglaublich viel Fachpersonal für Altenpflege gibt. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute in Thailand eben sagen, mit den aktuellen politischen Lage, dass Deutschland ihnen zu rechtsextrem ist. Und wenn wir hier kein Fachpersonal, und wir haben das Problem, dass die Bevölkerung nun mal in jedem Land älter wird, und wenn wir keine Leute haben, die letzten Endes dann uns pflegen können, haben wir ein verdammt großes fucking nochmal Problem. Und das gilt nicht nur für den Sektor Altenpflege, sondern generell eigentlich für alle Sektoren. Auch der Sektor, den ich jetzt nicht sagen werde, weil ich in selbigen arbeite, ist ebenfalls ein großes Problem. Ja? Bei uns momentan selbst geht's momentan. Es ist nicht, das ist kein großes Problem. Es ist ein Problem, aber kein großes. Aber generell finde ich schon. Finde ich schon. Sorgt dafür, dass die Leute Möglichkeit haben, sich zu integrieren, dass man sich mit denen, dass man sie halt einfach integriert, dass sie halt einfach funktionieren und sich nicht ausgeschlossen fühlen. Ja. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Ja. Siehe bestimmte Infrastruktur, die aus China gebaut wird oder eben auch Russland oder auch andere Länder. Und diejenigen, die das eben dann letzten Endes angebracht haben in kritischen Infrastrukturpunkten, wissen damit genau, wo diese kritischen Punkte sind und können das im schlimmsten Falle ausnutzen. Ja. Der Präsident bzw. die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Ja gut, wir wählen ja die Partei und die Partei stellen dann die Kandidaten. Wenn die Partei halt so bescheuert ist und so jemanden wie Christian, glaube ich, heißt der Kra letzten Endes, an erster Liste stellt und Beistron als zwei, dann,
dann ist das dementsprechend natürlich dem Intelligenzspektrum der genannten Partei geschuldet. Heißt, die AfD sind rechte Arschlöcher und Vollidioten für die Leute, die sie eben auch für die Europawahl aufgestellt haben. Von daher stimme ich nicht zu. Ich finde die Sache mit, wähle die Partei und die Partei stellt dann die Leute auf, eigentlich besser. Und die Sache ist ja, wir wählen ja den Bundespräsidenten dann in der Bundestagswahl letzten Endes. Dafür ist ja dann auch Erst- und Zweitstimme und so weiter. Deswegen finde ich so, wie wir es momentan in der Europawahl haben, eigentlich ganz gut. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Ja. Das Problem dahinter allerdings, was wir ja bisher hatten, ist, dass Firmen stärker besteuert wurden, je mehr CO2 sie eben ausstoßen. Und diese extra Ausgaben, die die Firma hätte zahlen müssen, haben sie ja dann dem Steuerzahler letzten Endes aufgelegt. Somit mussten wir quasi für den CO2-Ausstoß der Firmen zahlen. Finde ich aber gut, dass auf jeden Fall für mehr CO2-Ausstoß auch mehr gezahlt werden muss. Ja. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenzen stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Das heißt, sie werden so lange da draußen gehalten, also werden so lange aus der EU draußen gehalten, bis das Ergebnis durch ist. Was mir da jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, dass das so Parteien wie Heimat, AfD und so weiter dann sagen, ja okay, die schicken wir nach Ruanda und da warten sie auf ihr Ergebnis oder sowas. Irgendwie sehe ich da sowas jetzt gerade vor meinem inneren Auge. Weil die Sache ist, wo bleiben die dann? Also wenn sie jetzt sagen, sie kommen nach Deutschland, beispielsweise, und müssen dann, wenn sie noch im Ausland sind, bereits ihren Antrag stellen. Und bevor dieser Antrag nicht bearbeitet wird, dürfen sie nicht einreisen. Was das Ganze ja nochmal ein bisschen für die Leute verschlimmert eigentlich. Und wir wissen, wie lange Behördengänge in Deutschland dauern können. Vor allem, weil wir immer noch nicht so digitalisiert sind, wie wir sein sollten. Wobei wir es durch die Corona-Pandemie gemerkt haben, wie wichtig Digitalisierung ist. Ich persönlich bin so ein Humanist, dass ich sage, lasst die Leute hier rein. Und dementsprechend merkt man ja dann, wie stark sie sich integrieren, ob sie passen. Und vor allem, wenn es den Leuten wirklich wichtig ist, dann werden sie versuchen, ihren Antrag so schnell wie möglich abzugeben. Oder auszufüllen und abzugeben. Nee. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Das... Ist nicht die NATO dafür zuständig? Okay, ja, NATO wird dann wahrscheinlich durch die EU dann nochmal gestärkt. Boah, das ist, Also einerseits ja. Einfach aus dem Grund, dass, die Sache ist ja die. Land X hat Atomwaffen. Land Y hat Atomwaffen. Siehe Russland, USA. Stichwort MAD, Mutual Assured Destruction, heißt, wenn ein Land seine kompletten nuklearen Sprengköpfe zündet, zündet das andere ebenfalls alles und wir sind uns einig, wir sind alle tot, quasi. Mutually Assured Destruction. Man hat das ja quasi, also es ist quasi so, es ist ein Handschlag, aber hier hinten habe ich quasi eine Atombombe, so nach dem Motto, ja? Das heißt, wir verstehen uns, weil wir beide wissen, dass wir in der anderen Hand eine Atomwaffe haben und keiner von uns beiden will, dass die gezündet wird, weil wir genau wissen, dass die andere ebenfalls auch zünden wird. Das geht gerade in meinem Kopf ab, das ist natürlich das Wurst-Käse-Szenario. Bio. Also wir machen das aktuell, weil hier steht das Wort weiterhin. Ich bin mal dafür, ja. Ich sag mal ja.
das Euro... okay, das ist jetzt die letzte These. Wo ist die Sache mit christliche... Also zwei Sachen, die mir jetzt hier gefehlt haben. Okay, das ist wahrscheinlich wieder in der Bundestagswahl dann wieder. Aber zwei wichtige Fragen, die mir hier fehlen, sind... wie ist es in dem Fall Deutschland, in dem Fall Europa... Soll weiterhin als christliche Wertegemeinschaft sich verstehen oder so? Weil das ist ein eindeutiges fucking Nein. Und die gleichgeschlechtliche Ehe soll nicht akzeptiert werden oder so, was ebenfalls ein Nein ist. Der hat mir irgendwie jetzt hier gefehlt, aber okay. Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Ja, deswegen wählen wir es ja auch, logisch. Ja, natürlich. So, jetzt können wir bei einigen Sachen... die doppelt bewerten. Das heißt, welche Thesen sind Ihnen besonders wichtig? Markieren Sie die Thesen, um diese mit doppelter Gewichtung in die Berechnung einfließen zu lassen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es ist mir extrem wichtig, dass Verbrennungsmotoren... Was war's? Dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen nach 2035 in der EU neu zugelassen werden. Ich habe hier Nein gesagt. Und wenn ich jetzt sage, das ist mir extrem wichtig, dann wird das quasi doppelt gewertet. Ich persönlich nehme immer so 3 Stück, um es nicht allzu stark ausufern zu lassen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich sage, es ist extrem wichtig. Verbrennungsmotoren ab 2035 sollten nicht zugelassen werden, definitiv. Seenotrettung war mir nicht so. EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Warum ist ein Sternchen? Ihr Match mit allen Parteien in Europa. Später können Sie Ihre Position zu denen mit einem... sternmarkierten Thesen mit den Parteien in anderen EU-Ländern vergleichen. Okay. Das heißt, alle, die jetzt hier mit Sternchen markiert sind, können wir dann auch quasi vergleichen mit Parteien aus anderen Ländern. Mhm. Schauen wir mal, wie viele rechts sind in der EU, hä? Okay, EU-Mitgliedschaft Ukraine ist mir jetzt nicht top wichtig. Wie gesagt, ich nehme so zwischen 3 und 5 immer. Das war hier vorrangig. Okay, es ist mir extrem wichtig, dass wir keine nationale Währung hier übrigens haben, ja. So. Geschlechtsidentität dem Pass ist mir auch nicht wichtig. Photovoltaik. In neuen Häusern. Ich mach mal, ja. EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Doppelt wichtig nicht. Europol, wie gesagt, da wissen wir ja nicht wirklich viel zu. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Oh, das ist extrem wichtig, dass die Klimaziele nicht verworfen werden. Wie viel haben wir jetzt? Doppelt? 1, 2, 3, 4... Okay, 1 können wir noch machen. Das hier eigentlich. Also wenn das so ist, wie ich das geschildert habe, dann ist das Schwachsinn. Weil es ist so. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, egal von wem es verübt wird, soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Wichtig. Schauen wir mal. Hier sind einige Sachen, die doch extrem wichtig sind. Okay, wir lassen das drinne. Fuck. Nehmen wir Verbrennungsmotoren mal raus. Ja, und hauen das... Also ich hau's erstmal hier rein. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, damit haben wir 5. Was haben wir denn noch? Urheberschutz. Fuck. Abbausanktionen. Russland ist auch wichtig, dass es Nein ist. Atomkraft. Einwanderung von Fachkräften. Infrastruktur. Fuck it. Preis für den Ausstoß von CO2. Okay. Okay. Lassen wir mal so drin. Also doppelt gewichtet sind jetzt nationale Währung Nein. Photovoltaik für Wohngebäude verpflichtend Ja. Verwerfen der Klimaziele Nein. Schwangerschaftsabbrüche Ja. Gewalt gegen Frauen Nein. Kritisch kann man aus dem Kontext ziehen. Kritische Infrastruktur Ja. Okay, gehen wir weiter. Mit welchen Parteien möchten Sie Ihre Standpunkte vergleichen? Durch Anklicken der Logos können Sie die Parteien in die Auswahl mit aufnehmen oder aus dieser entfernen. Können wir einfach alle nehmen? Ja. Here we go. Hi. Okay.
Okay, wo haben wir hier? Ja, das dachte ich mir. AfD ist ganz unten, das ist schon mal sehr gut. Okay, Bündnis C ist ganz unten. Okay, was haben wir denn hier ganz oben? Wir haben Volt. Deutschland tatsächlich. Ganz weit oben 72,7. Zusammen? Hallo. Mit der Tierschutzpartei und den Piraten. Okay. Okay. Tierschutzpartei, was haben wir denn da? 1993 gegründet. Sie engagiert sich insbesondere für den Schutz von Umwelt und Tieren. Ihr Ziel ist unter anderem die Aufnahme von Grundrechten für Tiere mit einem eigenen Artikel ins Grundgesetz. 2014 und 2019 gewann sie jeweils ein Mandat im Europäischen Parlament. Sorry, Verperlung. Ah, okay. Von den großen Parteien haben wir jetzt allererstes die Grünen. Letzte Generation ist auch relativ weit oben. Wo ist denn? Die Linke haben wir hier mit 68 immerhin noch und Partei ebenfalls mit 68,2. Okay. Die Sache ist, wir können jetzt, glaube ich, ja, Tuning war es nicht. Was war's? Begründung. Genau, das war's. Hier können wir uns die Begründung von den einzelnen Parteien auch nochmal anschauen. Wir sehen auch, welche Parteien hier für ja, neutral und für nicht gewählt haben. Und von der Partei kommt eigentlich immer was Gutes. Eigene Steuern. Was sagen wir denn hier, Partei? Der Versand eigener Steuerbescheide ist unseres Erachtens geeignet, die Popularität der europäischen Institutionen in den Mitgliedsbevölkerung weiter zu erhöhen. Zwinker-Smiley. Okay, haben nicht dafür gestimmt. Wir haben hier allerdings Freie Wähler, Linke, PDH, Volt, Grüne sind ebenfalls dazu. Ja, oder dafür. Okay. Moment, was? Okay. Wir haben jetzt einmal Konter gehört, also nein. Grüne, schauen wir mal. Die EU braucht eigene Einnahmen, um die wachsenden Aufgaben auf Dauer zu finanzieren. Einnahmen, die die EU generiert, sollen deshalb auch mehrheitlich in den EU-Haushalt einfließen. Dabei geht es aber nicht um Steuer für Bürgerinnen, sondern, vor allem um Abgaben für Unternehmen. Exakt. Zum Beispiel mit einer Finanztransaktionssteuer oder Übergewinnsteuern in ökonomischen Sondersituationen. Genau, richtig. Nicht für den, also Steuern nicht für den einzelnen Bürger, sondern eben für größere Parteien, für größere Unternehmer. Verbrennungsmotoren. FDP ist dagegen, oder? What? Moment. Achso, ja, nee, ist dafür, meine ich natürlich. AfD, fuck you. Wen haben wir denn? CDU, fuck's sake. Wir haben das Ziel, 1,5 Grad, und das erreichen wir nicht mehr. Hier wird gesagt, dass Verbrennungsmotoren nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Alle, die hier dafür stimmen, haben doch einen Lattenschuss. Natürlich ist die FDP dafür. Wir wollen, come on, wir wollen Verbrennungsmotoren klimafreundlich machen. Nicht verbieten. Ja, du kannst auch fucking diesen Sticker, den wir alle kennen hier, Atomstrom, nein, danke, auf ein fucking AKW anbringen. Es ist immer noch ein fucking AKW, okay? Denn Verbrennungsmotoren sind nicht per se klimaschädlich, nur fossile Kraftstoffe sind es. Ja, und das eine fördert das andere. Oh. Auch um die Flotte der weltweit über 1 Milliarde vor... Aha, das ist Whataboutism und ich hasse sowas. Auch um die Flotte der weltweit über 1 Milliarde Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor klimaneutral zu machen, setzen wir auf die Substituierung fossiler Kraftstoffe durch synthetische Kraftstoffe statt auf Verbote. Statt auf kleinteilige Regulierung durch Flottengrenzwerte setzen wir den Emissionshandel auch im Verkehr. Fuck's sake. Obwohl, warum gehe ich mal auf die AfD? Ich meine, ich wollte mal gucken, aber... Letzte Generation, also ich meine, das ist eindeutig. Also alle Parteien, die wirklich ein bisschen was an Mindestmaß an fucking Wissen haben, haben hier auf Nein gestimmt. Die EU hat in einer historischen Entscheidung beschlossen, dass ab 2035 keine fossilen Verbrennungsmotoren in neueren PKWs zugelassen werden, okay? Das ist ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz, der alle Beteiligten die nötige Planungssicherheit bietet. Exakt, exakt, richtig. Auch für größere Unternehmen natürlich. Und die wirtschaftliche Zukunft der europäischen Automobilindustrie sichert. Bereits zugelassene PKWs mit Verbrennungsmotor sollen selbstverständlich auch nach 2035 noch genutzt werden dürfen. Heißt, wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich krieg 2030, keine Ahnung, mein Auto, das wird noch 20 Jahre fahren, kann man das weiterhin auch fahren, logischerweise. Nur das, was dann danach produziert wird, logischerweise nicht mehr.
Was haben wir denn hier? Nur wenn der Motor nach dem ersten Anlassen sofort vollständig verbrennt. Außerdem, wer dann noch einen Verbrenner fährt, sollte gezwungen werden, sich trotzdem im Ladesäulenstau anzustellen. Yes, sehr gut. Seenotrettung. Hier sind extrem viele für ja. Ist das so ein Ding, echt? Piraten sagen nein auch. Seenotrettung ist völkerrecht und verpflichtende Aufgabe aller Mitgliedstaaten. Warum soll eine zusätzliche Behörde geschaffen werden? Die Piraten verurteilen die Kriminalisierung aller Menschen und Organisationen, die Schutzsuchenden helfen. Verurteilen die Kriminalisierung aller Menschen, die Schutzsuchenden helfen? Hä? Wieso? Die Kriminalisierung von humanitärer Hilfe untergräbt grundsätzlich den Grundsatz der Rechtssicherheit und damit die okay. Okay. War das Seenotrettung? Achso, ja. Aber dann müssen wir auch doch dafür stimmen, oder nicht? Weil das ist ja dann keine Institution, keine Organisation, die von irgendjemandem gegründet würde, sondern von der EU. Hm. Okay. Ein Anfang wäre, private Seenotrettung nicht über Gebühr zu behindern. Guter Punkt allerdings. Sehr gut. Okay. Was ist eigentlich PDH? Hier. Seenotrettung ist ein Menschenrecht. Anstatt mit privaten Akteuren sollte die EU dieser Aufgabe hoheitlich nachkommen. Ah, momentan sind's... Ah. Okay, dann erklärt das, was die Piraten gesagt haben. Okay. Aber dann, wie gesagt, dann soll man ja dafür stimmen, eigentlich. Grenzschutz und Seenotrettung im Mittelmeer sind Staatsaufgabe und für diese Aufgabe muss die EU angemessen ausgestattet sein. Dies hat auch den Vorteil, dass Migranten sofort zentral registriert und Asylverfahren eingeleitet werden können. Richtig, habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt. Mitgliedschaft der Ukraine, okay, Partei. Wo seid ihr? Letzte Generation ist auch neutral. So etwas würden wir von der Ukraine niemals verlangen. Zu gegebener Zeit wird sie selbst entscheiden, ob ihr Gemeinwesen sich diesem Trümmerhaufen wirklich zugesellen möchte. Nice. Ah, natürlich ist die AfD dagegen. Wow. Naja, okay. Ich meine, sie sind ja unter dem... Ja, okay, macht Sinn. Mittlerweile sind sie ja unter dem Schreibtisch von Putin und sind ordentlich am... Die AfD lehnt die Aufnahme der Ukraine strikt ab. Weder sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen auch nur annähernd erfüllt, noch kommt ein Beitritt bezüglich der Kriterien, Demokratieindex, Pressefreiheit und Korruption in Betracht. Oh, das kommt von der AfD vor allem. What? Was sagen denn die Rechtsextremen? Wir lehnen die EU, achso ja, aufgrund ihrer zahlreichen Fehlkonstruktionen ab, daher wollen wir keine Erweiterung, sondern die Auflösung. Ja, okay, macht Sinn. SDGP, logischerweise, sind ja auch gegen die EU, logisch. Grüne sagen ja. Okay. Piraten ebenfalls. Freie Wähler sogar. Okay. Linke? Wo seid ihr? Bei Nein? Die Ukraine. Die Ukraine, die Linke. Die Forderung nach einem Beitritt der Ukraine kommt zur Unzeit. Nach derzeitigem Stand wird die Ukraine die Beitrittsbedingungen auf viele Jahre hinaus nicht erfüllen können. Ihre Wirtschaft wird unter dem Druck des EU-Binnenmarktes kollabieren. Die Werbung für einen Beitritt der Ukraine ist unverantwortliche Symbolpolitik. Okay. Guter Punkt. Guter Punkt. Guter Punkt. Okay. Stimmt allerdings. Haben wir mal überlegt? Der Krieg hoffentlich hört irgendwann auf. Stimmt, sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, denn überhaupt wirtschaftlich mithalten zu können. Die Menschen der Ukraine haben durch die Revolution der Würde 2014 und ihre nachfolgenden Bemühungen zur Reformierung ihres Landes gezeigt, dass sie ihre Zukunft in einem vereinten Europa sehen. Das will Volt unterstützen. Ich sehe allerdings auch genau, was die Linke hier gesagt hat mit Symbolpolitik. Deswegen haben wir auch so viele hier auf neutral. Unter anderem auch die letzte Generation. Okay, ökologische Landwirtschaft, okay. Nationale Währung. Ach, guck mal. Heimat, Bündnis C, AfD. Das sind immer die drei, die sich immer die Hand geben, quasi. Warum will Bündnis... fuck you. Heimat, okay. Das ist mir zu viel rechtes Bullshit-Gelaber von denen. Letzte Generation. Die Einführung einer nationalen Währung ist ein klares Zeichen von Abschottung. Wir brauchen eine solidarische, respektvolle internationale Zusammenarbeit. Korrekt. Korrekt. Sogar da war es dagegen.
Nur durch eine gemeinsame Währung kann Deutschland langfristig als Exporte in die Euro-Länder steigern. Ja, korrekt. Okay. Deutschland sollte sich auf ein bewährtes Konzept besinnen und zwei nationale Währungen einführen, die Idee um die Osten mag. Yes, okay. Ah, hier haben wir doch wieder was von der Partei, oder? Wer misgendert, wird erschossen. Und dann haben wir übrigens sowas hier von der Linken, was Sinn macht, ja. Dass in einzelnen Fällen eine Abweichung der Geschlechtsidentität vom binären männlich-weiblichen Schema gibt, ist wissenschaftlich und gesellschaftlich akzeptiert. Wissenschaftlich? Achso, ja. Das sollte auch in dem zentralen Identitätsdokument berücksichtigt werden. Mhm. Ja. Allerdings, die meisten sind dafür. Moment. AfD, Heimat, Bündnis C sind dagegen. Bündnis C, AfD, Heimat. Klar. Die EU hat auch hier die nationale Zuständigkeit zu behalten. Oh, guck mal hier. Es ist eine Tatsache, dass die menschliche Spezies aus zwei Geschlechtern besteht, dem männlichen und dem weiblichen. Diese Zweitgeschlechtlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben, dass bei wenigen Personen die Zuordnung zum männlichen und weiblichen Geschlecht nicht möglich ist. Natürlich sind auch diese Menschen vollwertiger Teil unserer Gesellschaft, ja klar, genau, und müssen mit der gleichen Achtung behandelt werden. Wir halten es aber für unangemessen, das biologische Regelausnahmeverhältnis umzukehren. Ja, weil jemand, der Rassenideologie als biologisch auch noch sieht, sich auf biologische Grundtaten besinnt. Ist klar. Jagd von Wölfen. Bei solchen Sachen will ich immer die Partei hören. Ach was, Wahlen sind nicht in menschenleeren Gegenden gewonnen und Städter finden den Wolf zu niedlich. Ah, deswegen sind sie dagegen, okay. Photovoltaik für Wohngebäude. Volt, Grüne, Linke, okay, sehr gut. Selbstverständlich sollen um jedes Gebäude herum ausreichend Fotokameras montiert werden. Ob die mit Volt oder Watt betrieben werden, ist uns egal, aber aus Sicht deutscher Großstädter klingt schon der Bau neuer Wohngebäude nach einer absolut fantastischen Idee. Einen fantastischen? Fantastischen, ja. Photovoltaik ist die günstigste saubere Energie, die direkt vor Ort erzeugt und genutzt werden kann. Sie ist individuell nutzbar für Familien und Hausgemeinschaften und sie kann auf Flächen installiert werden, die bereits bebaut sind. Die Installation von Solaranlagen soll deshalb entsprechend gefördert und spätestens 2030 beim Bau neuer Wohngebäude zur Regel werden, wann immer es technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja. AfD, Heimat, Bündnis C sind dagegen. Bündnis C, AfD... wo sind sie? Heimat. Just saying, es sind immer die drei. Bündnis C, Bündnis Christen. Gullible nennt man das im Neudeutsch. Okay, das ist mir zu viel rechtes Geschwafel. Hauseigen, oh Gott, ja. Ja, FDP ist dagegen dann wahrscheinlich, oder? Nee. Neutral? Nee. Sinn? Hä, wo ist die FDP? Oder sehe ich es gerade nicht? Ah, natürlich, ja, FDP ist dagegen, ja, ist klar. Ja, die Leute sollen ja selbst entscheiden wahrscheinlich, ne? Hauseigentümer sollen selbst entscheiden dürfen, wie sie ihr Haus mit Energie versorgen wollen. Auch wenn es aus Russland kommt. Jede Energiequelle hat Vorteile, aber auch Nachteile. Das gilt auch für Photovoltaikanlagen. Fuck's sake. Mehr außenpolitische Entscheidungen sollen der EU mit Mehrheit entschieden werden. Doch, so viele dafür. Okay. Heimat, Bündnis C, AfD, just saying. Linke sind auch dagegen. Wir wollen das Prinzip der Einstimmigkeit lediglich für sozialen Fortschritt und für Bekämpfung von Steueroasen einschränken. Moment, sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen. Achso ja, genau. Da waren wir auch auf Nein. Ja, genau. So viele waren dafür tatsächlich. Es ist komisch, dass die AfD dagegen ist, aber weil denen spielt das ja eigentlich dann mehr oder weniger in die Hand, vor allem wenn man bedenkt, dass Italien ja auch rechtsextrem mittlerweile gar führt wird.
Volt möchte, dass die Europäische Union besser funktioniert, deshalb soll das Europäische Parlament mehr Zusagen haben. Wenn es um neue EU-Gesetze geht, darf ein einzelnes Land nicht alles stoppen können. Stattdessen sollen Gesetze durch die Mehrheit der Stimmen im Parlament beschlossen werden. Naja, genauso wie wir die Türkei haben, die teilweise eben Sachen so lange blockiert, bis irgendwas für sie mit rausspringt. Bislang braucht es in der EU-Außenpolitik noch immer die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten, was wichtige Vorhaben oft zu oft blockiert. So konnte zum Beispiel Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, Arschloch, regelmäßig das Veto seines Landes sachfremd missbrauchen. Ja, okay. Wir setzen uns für eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Rat ein, damit die EU auch in der Außen- und Sicherheitspolitik konsequent als starke, handlungsfähige Akteurin auftreten kann. Stimmt. So hatte ich es bisher tatsächlich noch nicht gesehen. Was sagen denn meine Freunde? Am Ende entscheidet aber das Weiße Haus. True. Flugzeugtreibstoff. Was war's? Ah ja, es soll steuerfrei sein. Okay. Moment. Bündnis C und Heimat ist einmal dagegen, aber die AfD ist dafür, dass Flugzeugtreibstoff Kerosin für Flüge in der EU steuerfrei ist. Die FDP, CDU. Wenn deine Partei, ich meine, das passiert ab und zu, aber je häufiger es vorkommt, dass du mit AfD, Bündnis C und Heimat einer Meinung bist, desto schlimmer wird's. Und hier haben wir jetzt FDP, CDU, okay, Bündnis Deutschland, menschliche Welt, das okay. PDV, ich habe keine Ahnung, aber AfD. Was haben wir denn? Flugverkehr ist ein Treiber der Klimakatastrophe. Er verursacht enorme Kosten, menschlich und finanziell, heute und in Zukunft. Das kann nicht sein, dass das Fliegen durch Steuererlass indirekt subventioniert wird. Korrekt. Ich meine, der Anfang war wirklich wie aus dem Lehrbuch der letzten Generation, aber es wurde sachlich. Sehr gut. Außer der sozialen Gerechtigkeit wegen für Privatjets. Sollte es zu Unruhen kommen, empfehlen wir die Steuerfreigabe für den Passagiertreibstoff Bier. Dachte ich mir schon. Vergessen Sie nie, wir sind die einzige Partei, die für eine Döner- und Bierpreisbremse kämpft. Das stimmt allerdings nach wie vor, ja. Europol. Sollen weitere Befugnisse erhalten. Okay, das sind einige, die ja sagen. Moderne und effektive Polizeiarbeit muss in einem vereinten Europa grenzüberschreitend stattfinden. Wir wollen Europol ausbauen und mit eigenen operativen Möglichkeiten bei der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität ausstatten. Perspektivisch soll ein europäisches Kriminalamt entstehen, das nach dem Vorbild des Bundeskriminalamts mit eigenen Ermittlungsteams ausgestattet ist. Darüber hinaus wollen wir die Vernetzung und Zusammenarbeit der europäischen Polizeibehörden stärken. Klingt eigentlich ganz sachlich so, ja? Linke ist dagegen. Europol wird weder justiziell noch politisch so kontrolliert, wie es bei jeder nationalen Polizeibehörde üblich ist. Schon die Kontrolle der Zusammenarbeit der nationalen Polizeibehörde über Europol hat zahlreiche Defizite, die würden sich nicht mit mehr Befugnissen für Europol noch verschärfen. Auch gut, ja. Höchstens die Rettung von Gullideckeln, eingeklemmten Ratten. Nicht zu vergessen im Schlaf abgestürzte Eichhörnchen und Enten. Vielleicht noch den irren AfD-Grat zum Friseurversuch zwingen. Ursula von der Leyen's Handy ausspähen. Einhaltung des Genderverbots in der CSU kontrollieren. Nice. Sehr gut. Ja, dafür könnte man es natürlich auch benutzen, klar. Okay, das können wir skippen, glaube ich. Oh, Verwerfung der Klimaziele. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Heimat, Bündnis C, AfD. Was ist hier die kürzeste Erklärung, dass man sagt, ja. Die derzeitige Klimapolitik der EU ist eine völlige Fehlentwicklung. Das Dogma des menschengemachten Klimawandels dient der EU als Vorwand, um in alle Lebensbereiche reglementierend einzugreifen. Das kannst du dir nicht ausdenken. EU-Programme wie der Green Deal und Fit for 55 wirken sich zerstörerisch auf die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft aus. Auf das Weltklima werden alle diese Maßnahmen absehbar keinen Einfluss haben.
Oh, mein Gott, so ein Scheiß. Ganz ehrlich, das ist so dieses, ja, guck mal, die EU nimmt, oder beziehungsweise China als einzelnes Land hat mehr CO2-Ausstoß als die EU. Ja und? Sollen wir dann auch noch mitmachen und das Ganze beschleunigen? Nein, eben nicht. Holy shit. Meine Fresse, ey. Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung, Mark Twain. Ja, allerdings, ja. Natürlich, die meisten sind dagegen. Bündnis C. Das Übereinkommen von Paris zum Klimaschutz ist dahingegen zu überprüfen, wie effektiv Klimaveränderungen durch CO2-Reduktion beeinflusst werden können. Da hört schon auf, ohne Scheiße, ey. Bündnis C, Bündnis, ich hab nicht mehr alle Latten am Zaun. Okay, Geschlechteranteil auf Wahllisten. Dass die Parteien selber entscheiden können, wie groß der Anteil ist. Die Linke ist dagegen. Das ist, also Grüne und Linke sagen, das soll geregelt sein. Naja, also die meisten sind hier auf jeden Fall für ja, richtig. Nicht Piraten, sondern Partei, hier. Der Anteil von Geschlechtern wie Thurn und Taxis, Gutenbergs, von der Leyen sollte stark eingegrenzt bleiben. Notfalls durch die, im letzten Teil dieses Satzes erkannte die Bundeszentrale für politische Bildung einen ausdrücklichen Aufruf zu körperlicher Gewalt. Wir haben deshalb das letzte Wort gestrichen und veröffentlichen das zeitnah separat irgendwo im Internet. Ich dachte gerade, das war wirklich von der BPP. Aber anscheinend war das auch wieder von der Partei einfach gebaitet, okay? okay. Okay, Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung sind die meisten dafür. Moment, AfD, Heimat, Bündnis C. Heimat, Bündnis C, AfD, ja. Okay, die meisten sind dafür. Volt, Grüne, Linke, die Partei, okay. Desinformation in sozialen Netzwerken. Das wird interessant. Ich glaube, hier ist die Piratenpartei wahrscheinlich dagegen. Ja. Die meisten sind dagegen. Moment. Was war das? Ah ja, okay, ja, dass sie selbst. Moment. Dass sie selber entscheiden, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Das heißt, es soll diejenigen, die Nein sagen, wollen, dass es reguliert wird. Und da gehören die Piraten dazu. Piraten betrachten multinationale Konzerne als Teil des internationalen Sicherheitsumfelds und werden sie für die Auswirkungen ihres Handelns auf die weltweite Sicherheitslage zur Rechenschaft ziehen. Korrekt? Okay, sehr gut. Okay. Ah, hier. Der Zugang zu verlässlichen Informationen ist eine Voraussetzung der Demokratie. Durch Propagandakampagnen wird die demokratische Meinungsbildung gefährdet. Ja. Mit dem Digitale Dienste-Gesetz und dem Digitale Märkte-Gesetz hat die EU wichtige Grundsteine gelegt, um Hassrede und Desinformation entgegenzutreten, ein demokratischeres Internet zu schaffen, Wettbewerb wiederherzustellen und die Plattform dahingegen in die Pflicht zu nehmen. Genau. Okay, wer ist da? Man merkt schon, aber volles Rohr. Die Vorstellung, dass jeder Hulli Meinungen zu Desinformationen erklären und verbieten darf, finden wir ungemein uninteressant, zumal uns bis heute noch niemand erklären konnte, dass was diese Desinformation eigentlich genau ist oder sein soll. Okay, AfD und Heimat, no. Naturschutzgebiet, okay, das ist die letzte Generation nicht hier auf ja, ist es klar. Wir waren neutral, ja. Regeln und Werte der EU. Okay, ja, okay, das sind die meisten dafür, logisch. Warum ist hier Bündnis C, Heimat und AfD dagegen? Das spielt denn doch komplett in die Karten, oder nicht? Dass wenn ein Land die Regeln und Werte der EU verletzt, dass es rausgeworfen wird. Achso, ja, die sind ja gegen die EU, ja. Mehr Waffen für die Ukraine. Bündnis C, Heimat, AfD dagegen. Heimat, AfD. Oh, Bündnis C ist neutral. Linke ist auch dagegen. Die EU hat massive Militärhilfen für die Ukraine bereitgestellt im Verbund. Ja, Helme. Im Verbund mit den nationalen Hilfen, vor allem der USA, Großbritannien und Deutschlands. Sie haben zu keiner Wende im Krieg geführt. Vielmehr ist ein Wettrüsten angefangen worden, das auf Kosten von Sozialpolitik geht, wie etwa der Kindergrundsicherung. Wir wollen, dass stattdessen alles dafür getan wird, dass Verhandlungen um Waffenstillstand und für einen Friedensprozess eingeleitet werden. Klingt gut, wird aber niemals passieren. Wie gesagt, es klingt gut, aber gerade weil wir Frieden wollen, stehen wir fest an der Seite der Ukraine und der Ukrainerinnen, die sich gegen die
völkerrechtswidrige Aggression Russlands wären, richtig. Sie verteidigen nicht nur ihr Land, sondern auch unsere Freiheit. Denn sollte die Ukraine jetzt aufhören zu kämpfen, würde das nicht mehr Frieden bedeuten. Es wäre das Ende der Ukraine und eine Einladung an Wladimir Putin weiterzumachen. Exakt. Deshalb muss die EU die Ukraine weiterhin unterstützen. Politisch, finanziell, humanitär und militärisch. Genau. Genau. Ich glaube, ich weiß, wen ich will. Senkung an Fischfangquoten, okay. Einfuhrzölle für Elektroautos. Warum? Die AfD sind die einzigen Rechten, die dagegen sind. Heimat und Bündnis C sind hier auch auf Ja. Denkt doch mal bitte jemand an die Manager deutscher Unternehmen. Oh, Schwangerschaftsabbrüche. Bündnis C, Heimat, AfD. Bündnis C, AfD, Heimat, natürlich. Nein, ja. Und solange das nicht der Fall ist, dürfen Frauen aus den betreffenden Mitgliedstaaten gratis den Fährverkehr nutzen. Genau das, genau meine Rede. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist ein zentrales Selbstbestimmungsrecht der Frauen, muss erhalten werden. Genau. Letzte Generation. Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein Verbrechen. Um das Recht auf Selbstbestimmung und die Gesundheit sowie das Leben von Schwangeren zu schützen, muss ein Schwangerschaftsabbruch legal und niedrigschwellig möglich sein. Mhm. Über Fortführung oder Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden, ist sehr persönlich, oftmals schwierig. Wir wollen, dass Frauen selbstbestimmt entscheiden können. Reproduktive Rechte sind Menschenrechte und müssen in allen Mitgliedstaaten gelten. Wir wollen, dass die EU den Zugang zu guter Gesundheitsversorgung für Frauen stärkt und die Selbstbestimmung, Familienplanung sicherstellt. Selbstbestimmte Familienplanung sichergestellt. Wir unterstützen die Initiative, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der EU-Grundrechtscharta zu verankern. Korrekt. Ich glaube, Frankreich war es, glaube ich, die das so gemacht haben, dass es einfach im Grundgesetz ist und dadurch kannst du es auch nicht mehr verändern. So sollte es eigentlich gemacht werden. Dauerhafte Grenzkontrollen. Oh, ich war dafür. Oh, shit. Heimat, AfD und CDU. Okay. Ich will die Partei hören, aber ich will mal hören, warum das nicht sein sollte. Dass wir alle heute ohne Grenzkontrollen durch die EU reisen können, ist eine große Errungenschaft und bedeutet mehr Freiheit. Dauerhafte Grenzkontrollen verursachen hohe Kosten. Okay, behindern den Warenverkehr. Belasten Pendler. Scheiße, und die Polizei. Stimmt, scheiße. Temporäre Grenzkontrollen, zum Beispiel bei großen Sportereignissen, sind hingegen geübte Praxis und sinnvoll. Zentral ist, dass die EU ihre Außengrenzen kontrolliert, denn für Freiheit und Sicherheit ist im Inneren ist es wichtig zu wissen, wer nach Europa kommt. Ja, okay, das allerdings, ja. Stimmt eigentlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ja, das sind mehr Ausgaben. Warenverkehr wird dadurch auch behindert, das war mir natürlich neu. Genau, sind auch höhere Kosten, dann landen die Sachen eventuell auf dem Zoll, dann muss man da noch hinfahren, muss es auch noch selber bezahlen. Ja, okay. Na gut, dafür haben wir ja die EU, dass das Ganze eben vereinfacht wird. Ja, okay. Okay. Die Grenzverläufe sind mittlerweile allseits bekannt und müssen nicht mehr auf die Rechtigkeit überprüft werden. Die einzige Grenzkontrolle, die uns einfallen würde, ist die an der innerdeutschen Grenze, Smiley. Ja, die natürlich mit dem Bau der Mauer von der Partei dann auch irgendwann kommen wird. Volksabstimmung bei neuen Mitgliedern. Am besten wären Castingshows, in denen man auch Länder herauswählen kann. Herr Orban, wir haben heute leider kein Foto für Sie. Ich dachte, die haben einen Trademark noch gesetzt, okay. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Okay. Wir waren neutral, ja. Ja, das ist... Okay. Sind die Grünen dagegen? Ja. Wir wollen die Forschungsfreiheit bewahren und gleichzeitig Gefahren bei Anwendung für Mensch und Umwelt abwenden. Neue gentechnische Verfahren in der Landwirtschaft sollen auf ihre Chancen und Risiken erforscht werden. Betriebe, die Gentechnik frei wirtschaften wollen, müssen dies auch in Zukunft sicher tun können. Auch für Verbraucher und Verbraucherinnen wollen wir Wahlfreiheit. Ja, okay. Es gilt darum, an einem strengen Zulassungsverfahren festzuhalten. Bei den aktuellen Kommissionsvorschlägen ist das nicht gegeben. Wo ist denn PDH? Ich glaube, die sind bei Ja. Ja. Gentechnisch veränderte Pflanzen ermöglichen höhere Erträge, einen verringerten
Korrekt. Einen verringerten Pestizid- und Düngemittelbedarf und eine schnellere Anpassung unserer unserer Landwirtschaft an die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Stimmt. Stimmt. Gleichzeitig ist sich die Wissenschaft einig, dass der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen unbedenklich und sicher ist. Moderne Gentechnik ist zudem schneller und genauer als herkömmliche Züchtungsverfahren. Zum Beispiel zufällige Erbgutänderungen durch radioaktive Bestrahlung. Fuck, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt natürlich. Wenn man bedenkt, dass man die Pflanzen mittlerweile so manipulieren muss durch den menschengemachten Klimawandel und man jetzt damit anfängt. Shit. PDH. PDH. Ich sag's euch, PDH. Volt ist ebenfalls dafür, meine Fresse. Volt will nicht grundsätzlich jeglichen Anbau aller gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Volt will jedoch die Erforschung gentechnisch veränderter Pflanzensorten fördern, um diese in Zeiten der Klimakrise widerstandsfähiger zu machen und so die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Okay, da bin ich auf einer Wellenlänge. Moment. Okay, wir waren hier dagegen. Anscheinend habe ich die Frage falsch verstanden. Habe ich die Frage falsch verstanden? Hä? Moment. Zwangsehen, sexualisierte Gewalt, weibliche Genitalverstümmelung. Weltweit sind Frauen immer wieder geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Wir wollen ein Europa, das Betroffenen solcher Gewalt beisteht. Es ist deshalb gut, dass Schutzsuchende das Recht haben, dass ihr individueller Fall sorgfältig geprüft wird. EU-Staaten können zudem bereits jetzt Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, einen Schutzstatus zusprechen. Ach so! Ach so! Oh Gott, bin ich doof! Oh Gott, bin ich doof! Ach Gott! Jetzt verstehe ich's. Durch den Satz habe ich's verstanden. Natürlich bin ich dafür! Ach! Ich war komplett auf dem falschen Dampfer. Die Frage, oder die eigentliche Frage ist, dass wenn eine Frau spezifisch wegen ihrem Geschlecht sexuelle Gewalt widerfahren ist, dass sie dann automatisch Recht auf Asyl hat. So. Okay. Ja, okay. So bin ich dafür. Natürlich, klar. Jesus fucking Christ. Moment, warum ist Heimat dafür? Wo sind die? Nee. Familie sind auf neutral. What? Okay, Moment. Wo ist Heimat? Meint es Heimat auf Nein? Gewalt gegen Frauen ist konsequent zu bekämpfen und zu bestrafen. Wer aber Asyl erhält, muss die europäischen Staaten selbst entscheiden. Gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention gilt die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt einschließlich sexueller Gewalt bereits heute als Verfolgungsgrund. Zusätzlich greift der subsidiäre Schutz bei unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Herkunftsland. Das Asylrecht dagegen greift lediglich bei politischer Verfolgung. Da die Genfer Flüchtlingskonvention europaweit gilt, besteht aus unserer Sicht diesbezüglich kein weitgehender europarechtlicher Handlungsbedarf. Ja, natürlich nicht. Okay. Nee, in dem Kontext bin ich auf jeden Fall auch bei ja. Ich hab's falsch verstanden, die Frage. Ich muss, glaube ich, einen Disclaimer reinmachen, während ich die Frage beantworte vorhin. Oder beziehungsweise nochmal... okay. Wo okay, ja, bin ich für ja. Ja, okay. Wo geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, gibt es meistens keinen Staat, der diese Frauen effektiv schützen kann, ja. Deshalb muss ihnen hier Schutz gewährt werden. Das ist in Deutschland schon lange der Fall und richtig so. Korrekt. Hier geht es nämlich auch so, dass das eben natürlich, dass es europaweit als Asylgrund anerkannt wird. Ergo ist es in Ländern, die halt nicht in der EU sind. Logischerweise. Urheberschutz. Piraten sind dafür. Logisch. Partei. Linke. Okay. Moment. AfD, Heimat, Bündnis C. Bündnis C, Heimat, AfD nicht. AfD ist bei ja? Ah, bei, okay. Bei neutral. Okay. V-Partei hoch 3 ist auf nein. Das Urheberrecht schützt Besitzer und Besitzerinnen und Urheber und Urheberinnen von geistigem Eigentum vor
ungewolltem Einsatz Missbrauch, gewährleistet eine angemessene Vergütung und fördert Kreativität und Innovation. Private Nutzung, zum Beispiel auf Feiern, sind davon nicht betroffen. Naja, ja, okay. Ich verstehe, dass man das natürlich missbrauchen kann, dementsprechend. Aber genau dann... Aha. Ja, gut. Und dass man dann sagen kann, ja, aber ich mache ja kein Geld damit. Hm. Wobei, in dem Kontext würde ich dann sagen, okay, meine Musik wird jetzt unter rechtsextrem, damit wird jetzt für die AfD geworben, aber die nehmen damit kein Geld ein. Da sollte man dann trotzdem immer noch natürlich ein Veto einreichen dürfen. Aber dass es generell erlaubt werden soll, solange es nicht kommerziellen Zwecken dient, finde ich immer noch die richtige Sache. Volt will, dass man in der EU Teile von geschützten Werken nutzen darf, um zum Beispiel lustige Bilder, Memes zu machen, solange man damit kein Geld verdienen möchte. Damit das überall in Europa, das ist das sogenannte Meme-Gesetz, nice. Damit das überall in Europa gleich ist, setzt sich Volt für ein gemeinsames Urheberrecht ein. Volt? I like you guys. Abbau der Sanktionen gegen Russland. Moment. Bündnis Sarah Wagenknecht, Heimat, AfD, Bündnis C. Achtung. What the fuck? Warum ist die letzte Generation hier? Bündnis C, FD. What? Volt? Hä? Moment. Ach so, nee, Moment. Okay, ja. Jesus. Gut. Moment. Okay. Hier oben haben wir es. Bündnis Sarah... Wo ist... Ah doch, ja. Bündnis Sarah Wagenknecht. Heimat. AfD. Okay, Bündnis C war auf Nein tatsächlich. Okay. Aber okay, wir haben AfD, Bündnis Sarah Wagenknecht und Heimat. Ach Gott. Zum einen haben die bisherigen Sanktionen überhaupt nichts bewirkt. Zum anderen haben sie der europäischen, insbesondere der deutschen Wirtschaft schwer geschadet. Hm, okay. Die AfD wieder unter dem Tisch von Putin. Die AfD sieht Wirtschaftssanktionen allgemein kritisch. Ja. Die von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Russland sind nicht zielführend und schädigen in erster Linie die deutsche Wirtschaft. Die AfD setzt sich für eine Abschaffung und eine Normalisierung der Beziehung mit Russland ein. Ja, fuck off. Ohne Scheiß. Nehmt mal den Penis von Putin aus dem Mund. Bitte. Ja? Und vielleicht denkt man dann nochmal. Vielleicht denkt man dann nochmal normal. Schauen wir mal hier. Russland führt einen Angriffskrieg auf die Ukraine, das muss sanktioniert werden. Allerdings sollten die Sanktionen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden und der Kauf von russischem Öl und Gas über Drittstaaten muss aufhören. Genau richtig so. Weil das ist genau wie gesagt, wenn man eben auf ein AKW einen Aufkleber macht, das ist klimaneutral. Ist es nicht. Es ist halt immer noch die Finanzierung von fucking Russland, nur halt nicht direkt über Russland, sondern über Ecken. Aber es ist halt immer noch Russland. Mit umfassenden Sanktionen haben die EU und ihre internationalen Partner der russischen Regierung deutlich gemacht, dass die völkerrechtswidrige Aggression gegen die Ukraine hohe politische und wirtschaftliche Kosten mit sich bringt. Die Sanktionen sollen die Möglichkeiten zur Aggression eindämmen. Um die russische Kriegsfähigkeit weiter zu schwächen, sollten die Sanktionen weiter verschärft werden. Wir wollen nicht, dass russische Raketen mit Chips made in Europe Wohnblöcke in Kiew zerstören. Genau. Wobei... Eigentlich haben die Sanktionen unserer Wirtschaft schon genug geschadet. Erasmus Plus Stipendium. Okay. Die meisten sind dafür. Ganz wenige sind dagegen. Holy shit. Das muss was Großes sein, dass das irgendwie an mir vorbeigegangen ist. In Zeiten, in denen Döner inzwischen über 6 Euro kostet, halten wir das für richtig und wichtig. Dönerpreisbremse, Bierpreisbremse, ja. Erasmus Plus ist für viele die erste und oft auch persönlichste Begegnung mit der EU. Wir wollen, dass mehr Menschen diese Erfahrung machen können und das Programm auch für Familien zugänglich machen, denen ansonsten das Geld für Auslandsaufenthalte fehlt. Wir setzen uns deshalb für einen grundsätzlichen Ausbau der Finanzierung von Erasmus Plus ein und wollen es auch für Auszubildende stärken. Dafür braucht es zum Beispiel bessere Infos, mehr Beratung und einfachere Anträge. Der Fakt, dass ihr noch nie davon gehört habt, sagt einiges. Ja. Hier sind wir bei den meisten bei Nein. Heimat, AfD, Bündnis 10, enough said. CDU, ja.
Die ganzen Verschwörungsheinis, sowie die FDP, ist natürlich auch mit dabei, das ist klar. Grüne hier. Und letzte Generation, da bin ich mal gespannt. Aber mal erstmal letzte Generation. Atomkraft ist eine unzuverlässige und lebensgefährliche Energiequelle. Unfälle machen Landstriche für ganze Generationen unbewohnbar. Zudem sind Betrieb, Sanierung und vor allem der Neubau unfassbar teuer. Die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig war ein Fehler und schadet der Glaubwürdigkeit des Labels und damit dem Ausbau echter, nachhaltiger, bezahlbarer und zuverlässiger Energiequellen. War ich bei ja? Ja. Bei nein, logisch. Atomenergie ist erheblich teurer als erneuerbare Energien. Sie ist mit hohen Risiken verbunden und gerade in Zeiten von Hitze und Dürre unzuverlässig. Der Atommüll wird noch unzählige Generationen, das auch, belasten. Auch deshalb ist Atomenergie keine nachhaltige Form der Energiegewinnung. Atomenergie hält die EU für unnötig, abhängig von Drittstaaten, denn Uran ist in der EU nicht vorhanden. Wir setzen auf die bessere Alternative, erneuerbare Energien, gute Versorgungsnetze und Wasserstofftechnologie. Exakt. Schon der Abfall ist viel zu nachhaltig. Vielleicht kommt die EU-Atommüll als lecker und gesund Vollbio-Grundnahrungsmittel einstufen. Irgendwie muss das Zeug ja weg. Die Partei? Ja, genau. Genau, ich sehe es. Okay, was ist dafür? Okay, nenn mir einen guten Grund. Die Atomkraft ist eine stabile Energiequelle. Ja, sag das mal zu Hiroshima. Und nicht nur Hiroshima, also die bekannten Hiroshima und Tschernobyl, sondern es gibt ja auch noch die ganzen einzelnen Einzelfälle, die jetzt nicht ganze Landstriche eben kaputt gemacht haben, aber okay. Die als Reserve einen relevanten Beitrag zur Sicherheit der Energieversorgung leisten kann. Es ist mehr als fragwürdig, dass mehrere Nachbarländer Deutschlands im großen Stil in die Atomenergie einsteigen bzw. diese ausbauen. Polen tatsächlich. Während wir aussteigen sollen und dann Atomstrom aus dem Ausland zu importieren. Nein. Nein. Oh Gott, wenn man so verblendet ist und nicht merkt, dass man erneuerbare Energien, die man eben nicht aus dem Ausland importiert, sondern made in Deutschland machen kann, dann stimmt hier oben was nicht. Auch verzichtet man durch einen kopflosen Ausstieg auf Forschungsperspektiven für sichere Zukunftstechnologien. Wir haben so viele Jahre mittlerweile schon Atomenergie. Und bisher wurde noch nicht gesagt, womit man absolute Risikofaktoren hundertprozentig abstellen kann. Da gibt's, glaube ich, auch nichts mehr. Einwanderung vereinfachen. Die meisten sind natürlich dafür. Moment. Ich sag mal, Bündnis C, AfD, Heimat. Heimat, AfD, Bündnis C. Christlich, Menschenliebe, alle Menschen sind gleich. Ausländer, nee. Nee, da sollten wir schon einen Riegel davor schieben. Fuck off! Teuer ausgebildete Fachkräfte aus ärmeren Ländern anzuwerben, ist ethnisch unverantwortlich. EU-Staaten können jungen Menschen aus Ländern mit hohen Geburtenraten und schwächerer Wirtschaft, Ausbildung und Studium anbieten. Ob sie dann bleiben oder zurückgehen, ist ihnen überlassen. Das Gegenmittel für den Fachkräftemangel ist eine langfristige, ressortübergreifend, familienorientierte Politik der EU-Staaten, die Eltern nicht nur als Wirtschaftsfaktor sieht und es attraktiv macht, Kinder zu haben. Oh. Ich hasse Christen. Also diese Christen hasse ich. ein Capture und das Annehmen von Cookies sollen ausreichen. Merke, in die Europäische Kommission wandern ja bisher vor allem Nicht-Fachkräfte aus EU-Ländern ein. Moment, was? In die Europäische Kommission wandern ja bisher vor allem Nicht-Fachkräfte aus EU-Ländern ein. Achso, ja, okay. Wenn man so Leute wie... Wer ist jetzt Christian oder Maximilian Krah von der AfD ins Europaparlament sieht, dann ist es definitiv kein Fachkraft. Keine Fachkraft allerdings, ja. Sollte er irgendwie ins EU-Parlament kommen. Was haben wir denn hier? Menschenrechte sind nicht abhängig von Fachwissen und die EU sollte für alle Menschen in Not offen sein, ja. Der gravierende Fachkräftemangel ist ein zentrales Problem unserer Zeit. Wie macht man das am besten? Indem man Riegel davor schiebt, wie die Heimat, Bündnis C und AfD das wollen.
In vielen Branchen kann die Fachkräftelücke ohne Zuwanderung nicht geschlossen werden. Wir setzen uns daher für eine umfassende EU-Fachkräftestrategie ein und wollen auch nicht akademische Berufe einbeziehen. Logisch. Bei der Anwerbung aus Drittstaaten soll etwa die sogenannte EU-Blue Card auf nicht akademische Berufe ausgeweitet werden. Okay. Sofern ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen Konditionen vorliegt. Finde ich gut, ja. Kritische Infrastruktur soll stärker beschränkt werden. Sagen die meisten ja. Okay. Okay, Direktwahl. Wieder ein bisschen auseinander. Ich war dagegen. Ja. Warum ist die Grüne dann dafür? Moment, waren die Grünen dafür? Dagegen. So wie der Bundestag den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin wählt, wollen wir, dass das direkt gewählte Europäische Parlament die Spitze der Kommission bestimmt. Wir wollen, dass alle Parteien Spitzenkandidatinnen nominieren, ja. Aus deren Reihen wiederum sollte das Europäische Parlament den nächsten Präsidenten bzw. die nächste Präsidentin der Kommission wählen. Außerdem soll es die Kommission im Notfall auch wieder entlassen können. Richtig, richtig, genau. Ja, wenn man so einen Typen wie Orban oder so dann komischerweise hat, Gott behüte. Preis für den Ausstoß von CO2. Bündnis C, Heimat, AfD dagegen. Bündnis C. AfD, Heimat, ja. Das ist nur... No. Das wird Ihnen einen Denkzettel verpassen. Ja, das ist genau das Problem. Wahrscheinlich mehr auch nicht, aber natürlich ist mehr geplant, klar. Asylanträge an der EU-Außengrenze. Ah ja, okay. Bündnis C, Heimat, AfD. Ja, wir haben ja für Nein gewählt. Glaube ich. Ja, genau. Wo haben wir es denn? AfD, Bündnis C und Heimat, ja. Schauen wir mal. Die Genfer Flüchtlingskonvention und europäisches Recht sehen ausdrücklich vor, dass Schutzsuchende nicht zurückgewiesen werden dürfen. Dieser Grundsatz soll Humanität und Menschenwürde schützen. Entsprechend müssen Menschen die Möglichkeit haben, einen Asylantrag in der EU zu stellen. Wir wollen zudem, dass Anträge von Asylsuchenden, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, in Europa inhaltlich geprüft werden. Wichtig ist, dass Menschen beim Grenzübertritt zuverlässig registriert werden. Exakt. Exakt, genau. Und genau nur dann sieht man auch, wer eben ins Land kommt und wer nicht. Korrekt. Bürokratie mag die erste Wahl der EU sein, um ein gutes Gewissen zu haben, während die schutzbedürftigen Menschen vor der Festung Europa verrecken. Ja, genau. Die Partei plädiert nach wie vor für eine ehrliche Mauer. Ach, um die EU. Okay, also mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU wollen wir eine Mauer, okay. NATO, Stacheldraht, Selbstschussanlagen, Sie wissen schon. Sehr gut. Okay, weiterhin in europäische Rüstungsprojekte investieren. Viele sind dagegen tatsächlich. Natürlich sind die Linken dagegen. Die Grünen sind dafür, ja. Wo ist denn die Partei? Oh, letzte Generation ist sich unschlüssig. Im Moment besteht leider immer noch ein Interessenkonflikt, da nicht alle EU-Staaten auch NATO-Staaten sind und umgekehrt. So bringt es nichts, wenn die EU gemeinsame Rüstungsprojekte mit Feiglingen wie Österreich finanziert, die im Bündnisfall nicht zur Waffe greifen, sondern im Zweifel einfach über die Alpen verschwinden. Dennoch ist jeder Euro, der in Waffen und Munition fließt, ein deutliches Zeichen für Frieden. Diese Antwort wird Ihnen präsentiert von Rheinmetall. Nice, sehr gut. Dass die Linke dagegen ist, ist klar. Aber Volt. Volt ist immer... Okay. V-Partei hoch 3 ist mit dabei. Okay. Bündnis C sogar. AfD ist dagegen. Achso, ja, weil es europaweit ist und nicht Deutschland, ja. Und Heimat wahrscheinlich dafür, oder wie? Oder wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Sie denken dann an die Heimat? Anscheinend haben sie sich komplett enthalten, weil ich sehe sie irgendwie gerade nicht. Ach hier, ah doch, Bayer. Okay. Ich dachte, ihr seid gegen Europa. Das Europa wird eine zentrale Rolle der EU spielen. Offensichtlich, ja okay, die einzigen, die der...
Die einzigen, die dagegen sind, sind europafeindlich. Ach, fuck off. Hat keinen Zweck. Okay. Ah, okay, wir können uns auch nochmal die einzelnen, also für jede einzelne Möglichkeit gibt's auch nochmal, fucking CDU, schnell weg da. Gibt's hier nochmal die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel jetzt die Grünen anschauen kann und sich nur anschauen kann, was die Grünen letzten Endes gesagt haben. Da gehen wir mal von aus. Oder sehen wir mal von ab. Hier haben wir den Parteienvergleich auch nochmal. Also mit den einzelnen Parteien eben hier auch nochmal. Wir können hier anklicken, glaube ich, mit, ob wir das mit mehreren oder anderen Parteien eben vergleichen möchten. Aber das Wichtigste zumindest, oh, lass mal sehen. Ja. Okay, Mann. Also erstmal Volt ist krass. Sowie auch die Tierschutzpartei und Piraten. Tierschutzpartei, ne, also, okay, ich sag's euch. Tierschutzpartei, ne, Volt mittlerweile mit 72,7% ist krass. ÖDP, wie gesagt, ich sehe verdammt viele. Ich schaue mir die Kollegen nochmal genauer an. Ich schaue mir die Kollegen privat nochmal genauer an, weil es gibt auch viele Plakate tatsächlich von denen in meiner näheren Umgebung. Grünen haben mit 71,6% extrem bei mir an Fahrt gewonnen. Die Sache ist, ich war ja auch auf einer Demo gegen rechts in meinem kleinen Dorf hier und da waren auch natürlich Fahnen mit dabei, weil es eben von der Linken letzten Endes auch mit unterstützt wurde. Fahnen natürlich von den Linken und Leute, die einfach natürlich auch die Fahnen von den, oder die Flagge, Fahne, was auch immer, von den Grünen hochgehalten haben. Und wenn man Linke und Grüne direkt im Vergleich oder in einem Protest sieht gegen rechts, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen natürlich. Ich habe auch davon gehört, dass natürlich nicht nur die Grüne mittlerweile, sondern eben auch tatsächlich Plakate von Leuten von Volt, die Leute Plakate von Volt angebracht haben, ebenfalls verprügelt wurden von Rechtsextremen wahrscheinlich, von faschistischen Arschlöchern. Dementsprechend ist es nicht wirklich so überraschend, dass Volt bei mir so weit oben ist, aber führend, vor allem mit den Piraten mittlerweile auch. Weil die Piraten in den letzten Umfragen, die ich hatte, oder in den letzten Wahlergebnissen, die ich hatte, waren die bei mir ein bisschen weiter abgefallen. Aber mittlerweile wieder ganz weit oben mit dabei. Und okay, von den großen Parteien ist es auf jeden Fall die Grünen, die ich in Erwägung ziehen kann. Sogar noch höher als die Linke. Mit 68,2%. Und die Partei ist auch mit dabei. Okay, ja. Es gibt ein paar Fragen, die ich falsch verstanden habe. Eine im Spezifischen natürlich. Nur noch 68,2%, aber ich sympathisiere halt immer noch mit denen. Aber so wie es jetzt momentan aussieht, wie gesagt, ich schaue nochmal genau in die ÖDP rein. Dadurch, dass so viele Plakate in meinem Heimatort hier davon von denen sind, kann es gut sein, dass die natürlich einen größeren Andrang finden, aber es deckt sich halt genau von der Prozentzahl her mit den Grünen. Und ich glaube einfach, dass die Grüne dann wahrscheinlich auch eher Anklang finden. Und wenn man bedenkt, wie viel Özdemir letzten Endes geleistet hat und vor allem motherfucking Habeck. Seine Rede zum Israel-Konflikt war so gut. Meine Fresse. Der Kollege hat richtig einen Stein bei mir drin. Und ich kann es schon sagen, in der nächsten Bundestagswahl werde ich hundertprozentig die Erststimme für Habeck geben. Sollte er als Kanzlerkandidat zur Verfügung gestellt werden, dann werde ich definitiv die Grünen wählen. Und ich glaube, also hier wird es ein Toss-up. Entweder Grüne oder ÖDP. Da werde ich nochmal genau nachschauen. Wie gesagt, die geben sich nicht viel. Und ich glaube, Grüne zu unterstützen ist ein bisschen sinnvoller. Denn Baden-Württemberg, in der Ort, in dem ich hier auch residiere, natürlich, ist ja auch grün, linksgrün versifft, ist natürlich auch von den Grünen regiert, von daher. Und es gibt viele Änderungen, die die Grünen hier ins Rollen gebracht haben, das andere Parteien noch nicht gemacht haben. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie was machen. Und positive Sachen vor allem. Aber ja, meine Freunde, das war's für den Wahlomat und kleinere Infos zur Europawahl 2024. Wir schauen mal kurz. Schauen wir mal. Oh, okay, da haben wir es. Ihr Vote-Match-Ergebnis. Viele Parteien, die in der EU zur Wahl antreten, haben die Vote-Match-Thesen beantwortet. Jetzt sind sie in der... Okay. Okay, in unserem Land ist es die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, Volt, Deutschland, Piratenpartei Deutschland. Hier haben wir Niederlande, da wäre es die Grönlingspartie van der Arbeit. Mit fucking 80%, Jesus Christ. Wir haben in Belgien Ecolo und Parti Socialiste.
Sozialistische Partei. Okay. Ecolo. Litauen. Das. Luxemburg. Okay. Volkspartei. Die Linke wahrscheinlich. Die Link. Sozialistische Arbeiterpartei. Glaube ich. Sieht zumindest stark danach aus. Italien haben Movimento 5 Stelle und Stati Uniti d'Europa. Also nicht die beiden Rechtsextremen. 67% aber auch nur. In Dänemark wären es die konservative Volkeparti. Alles klar. Dann haben wir Estland Sozialdemokratlik, Erakond und Reformierer. Jesus. Reformierer-Kont. Meine Fresse, 60%. Das wird immer weniger allerdings. Also in den Niederlanden landen und Belgien wären wir noch bei über 70%. Grün-Links-Party von der Arbeit. Ist momentan Oppositionspartei. Gehört zu Greens. Okay, macht Sinn. Und Griechenland. Jesus fucking Christ, die hier. Okay. Oh Moment, haben wir hier Spanien? Jetzt ist alles auf Spanisch wahrscheinlich. Okay, irgendwie passiert hier gerade nichts, schade. Eigentlich wollte ich mal sehen, was Spanien genau bringt, aber okay. In dem Kontext, meine lieben Freunde, war es das für die Europawahl 2024 Wahl-O-Mat Love Giant Edition. Plus noch ein bisschen generelle Informationen zur Europawahl 2024. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal für alle, die jetzt Erstwähler sind, macht den Wahl-O-Mat. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr wählen wollt, schaut bei euren Parteien am Ende, was hier rauskam bei Ergebnis. Klickt gerne auf die Parteien oder geht hier auf Parteienvergleich, gebt hier die Partei ein, oder lieber bei Begründung, bei Standpunkte. Und geht hier auf die Partei, die am meisten eben ist und schaut genau, was für Punkte sie letzten Endes bei den einzelnen Thesen eben vertreten, sodass ihr nochmal ein bisschen genauer sehen könnt, ob es eventuell zu euch passt oder eben nicht. Und übrigens der Fakt, dass hier, nee, hier nicht. Hier? Nee? Ja auch nicht. Dass hier in einzelnen, ja hier zum Beispiel, in einzelnen Sachen, die die Logos nicht funktionieren, macht mich ein bisschen rammdöd. Jetzt funktioniert's. Okay. Genau. Meine lieben Freunde, wie gesagt, das war's für die Europawahl 2024. Nochmal die Sache, die Wahl ist am 9. Juni, hier, 9. Juni sind die Wahllokale geöffnet, normalerweise im Rathaus, in der jeweiligen Stadt, in der ihr residiert. 9. Juni von 8 bis 18 Uhr, ihr könnt auch eine Briefwahl machen, das ist ebenfalls möglich, falls ihr irgendwie verhindert sein solltet. Aber ja, meine lieben Freunde, in dem Kontext war es das für diesen kleinen Exkurs in Sachen Europawahl 2024. Wie gesagt, ich werde mir die ÖDP anschauen und mich dann entscheiden, wahrscheinlich, vielleicht auch Volt. Na, wir schauen. Also ich schwanke dann zwischen Volt, ÖDP und Grüne. Und dann gibt es ja dieses Jahr auch noch die Bundestagswahl und da werdet ihr mich auch nochmal sehen und da werden wir auch nochmal durchgehen. Aber ja, wir haben gesprochen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten politisch relevanten Video. Oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.